Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich, Ihnen heute Nachmittag zum einen den Autor Bodo Schwarzberg vorstellen zu dürfen und anschließend zu der ausgewählten Lektüre seiner sehr, sehr vielen Interviews und Gespräche, die er geführt und veröffentlicht hat, gibt es ein Podiumsgespräch, das vom Herausgeber des Tagesspiegels, Herr Kastorf, moderiert wird. Herr Kastorf wird dann die einzelnen Teilnehmer selbst auch noch mal vorstellen. Zunächst etwas zu dem Autor oder zu der Person von Bodo Schwarzberg. Zum Jahrestag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 2015 hat Bodo Schwarzberg ein Interview in der Taz gegeben, dessen Texte hier in einem gewissen Sinn als Kronzeugen der Veranstaltung stehen sollen. In Abänderung des Titels der Taz aus dem Jahr 2015 möchte ich Ihnen unter dem Motto Euphorie, Ernüchterung, Hoffnung einige ausgewählte Porträts aus der Sammlung von Bodo Schwarzberg vorlesen, bevor im Anschluss das Podiumsgespräch stattfindet. Der Begriff, also Untergang aus dem Taz-Titel, nämlich Untergang, Ernüchterung, Hoffnung, ist hier gleich zweifach ersetzt durch Ernüchterung und Hoffnung in Analogie zum biblischen Zuspruch Glaube, Liebe, Hoffnung. Damit sei das Schicksal der Menschen nach der Wende, die den Untergang der DDR als Staat erlebten, ins Zentrum unserer Veranstaltung gestellt. Menschenbilder hat Bodo Schwarzberg seine gesammelten Gespräche mit Menschen aus dem Südharz genannt. 1964 in Nordhausen geboren, wurde er Lehrer und Autor und damit zum Chronisten von DDR-Erinnerungen. Nach dem Abitur 1983 absolvierte Schwarzberg ein praktisches Jahr im VEB Otto Grotewohl-Böhlen. Danach studierte er 1989 Biologie und Chemie aufs Lehramt an der Pädagogischen Hochschule in Halle. Während eines Forschungsstudiums von 1989 bis 1992 arbeitete er auf dem Gebiet der pflanzlichen Biochemie. Es folgten Jahre wissenschaftlicher Tätigkeit im Bereich Geobotanik an der Martin-Luther-Universität. Von 1996 bis 1997 arbeitete Schwarzberg freiberuflich in der Landschaftsplanung, 1997 Ausstellungen, Anstellungen im Ingenieurbüro. 2010 kehrt er nach Nordhausen zurück. Seit 1998 ist er als Buchautor tätig und führte 1200 Gespräche mit Hallensern und Bewohnern des Saale-Kreises, die in einer Folge von 6 Bänden unter dem Titel Profile aus Halle und dem Saale-Kreis erschienen sind. Anfang 2012 veröffentlichte Schwarzberg im Eigenverlag eine Porträtsammlung von 204 Menschen, die ihm ihre Lebensgeschichte erzählt haben, aus dem Südharz und der Kiffhäuserregion. Das erste Gespräch führte im März 2010. Es ist wichtig, diesen Abstand zu 89 auch mal im Kopf zu behalten. Im November 2013 erschien der zweite Band mit 180 dokumentierten Geschichten. Insgesamt umfassen beide Bände 2000 Seiten. Bodo Schwarzberg ist leidenschaftlicher Wanderer und Höhenbesteiger und bestieg unter anderem im Februar 2002 den Aconcagua mit 6.962 Metern, der höchste Berg Südamerikas. Im Harz organisiert er seit Jahren Non-Stop-Wanderungen, Begriff, den ich bisher nicht kannte, über 100 und mehr Kilometer. 100 und mehr Kilometer. Seit 2001 steht er in der Weltbestenliste der Extremwanderer. Außerdem engagiert er sich seit Jahren auf dem Gebiet des botanischen Artenschutzes im Landkreis Nordhausen. Bodo Schwarzberg wird heute leider, trotz aller Bemühungen der Stiftung, nicht bei uns sein. Gewohnt podiumsscheu führt an diesen Wochen eine Gruppe Langstreckenwanderer von Nordhausen nach Halle und unter Umständen noch weiter bis zum Leipziger Hauptbahnhof über rund 150 Kilometer. An den Scheidewegen des Lebens stehen keine Wegweiser, zitiert Bodo Schwarzberg Charlie Chaplin zu Beginn des Vorworts im ersten Band seiner Menschenbilder.
Und in meinen mehr als 200 Gesprächen für dieses Buch habe ich erfahren, wie viele Scheidewege sich aus den gesellschaftlichen Verwerfungen des vergangenen Jahrhunderts hier in Nordthüringen und im südlichen Sachsen-Anhalt ergeben haben, ohne dass mein Gegenüber immer gleich gewusst hätte, wohin ihn sein Weg als nächstes führen würde. Die ältesten meiner Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner sind zwischen 80 und 90 Jahre alt und mussten nach dem Zusammenbruch des faschistischen Deutschlands und dem Trauma des Zweiten Weltkriegs einen neuen Weg durch das zurückgebliebene menschliche und wirtschaftliche Chaos finden. Die etwas Jüngeren wiederum standen nach dem Untergang der DDR im Jahr 1990 einerseits vor der ersehnten Freiheit, aber auch vor Problemen, mit denen sie nur wenige Wochen zuvor niemals gerechnet hätten. Dass die Freiheit zu nutzen und zu genießen zugleich auch die Notwendigkeit eines eigenen Weges einschloss, der nicht mehr vorgezeichnet oder vorgeschrieben war, mussten viele Menschen erst lernen. Ein Prozess kam in Gang, der nicht selten zu schlaflosen Nächten, menschlichen Enttäuschungen und zuvor nie gekannten Existenzängsten führte. Ich sprach mit Menschen, die als Gewinner der Marktwirtschaft gelten können, die es also verstanden haben, die sich ihnen bietenden Möglichkeiten optimal zu nutzen, ob nun in der Politik oder in der Wirtschaft. Wieder andere, meist Ältere, mussten erst verstehen, um was um sie herum in den Jahren 89 und 90 genau geschehen war. Für sie brach all das zusammen, worauf sie ihr Leben und ihren Beruf auf- und ausgebaut hatten. Vieles von dem, was sie oft unter schwierigsten Bedingungen zur Funktions- und Leistungsfähigkeit geführt hatten, ja, woran sie mit Herzblut hingen, wurde von einem Tag auf den anderen gering geschätzt. Nicht immer aber war der geschlossene Betrieb tatsächlich nichts mehr wert. Für diese Menschen kam das neue System nicht selten einer Zäsur gleich. Sollten die 40 Jahre des Eintretens für eine aus ihrer Sicht gute Sache des oft nicht enden wollenden Aufreibens für diese Sache und für ihr Umfeld, aber auch des Wohlbefindens und der persönlichen Zufriedenheit, sollte das alles verkehrt gewesen sein. Und dann sind da noch die vielen Menschen, über die ich nicht geschrieben habe, die mir nicht empfohlen wurden, weil sie auf der Schattenseite der neuen Zeit stehen und dort niemand mehr auffallen. Die Arbeitslosen, die gern arbeiten würden, diejenigen, die an der neuen Kälte in den zwischenmenschlichen Beziehungen, am Konkurrenzdenken in den Betrieben und an den harten Anforderungen des Alltags zerbrochen sind oder ganz einfach am Primat des Geldes in geradezu allen Lebensbereichen. Ich habe von Menschen gehört, deren Familien in der neuen Zeit zerbrochen sind, weil sie ihre Arbeit und ihr Haus verloren, weil sie keinen Kontakt mehr zu ihren Kindern haben dürfen und die nun ihr eigenes Leben aus diesen und anderen Gründen nicht mehr selbst meistern konnten. Ganz sicher sind diese Menschen ein gesondertes Buch wert. Hauptthema für mich in all meinen mittlerweile insgesamt 1500 Interviews für 7 Bücher war und ist die Zeitgeschichte. Alle unter uns, die sagen, wir älter als 30 Jahre sind, haben immerhin eine Revolution erlebt, das Ende eines alten und den Beginn eines Gesellschaftssystems, das sie zuvor nur aus dem Fernsehen und im Kontrast dazu aus den Lehrbüchern des Marxismus-Leninismus kannten. Ein stark personalisiertes Abbild der Gegenwart und der jüngeren Vergangenheit möchte ich mit meinen Gesprächen und meinen Büchern schaffen. Die von mir interviewten Menschen sollen durch die Art der Darstellung, durch Bilder und Details auch für künftige Generationen lebendig bleiben. Letztere sollen verstehen, wie ihre Vorfahren mit den Wechselfällen der Geschichte und dem Zeitfenster von 1930 bis 2011 umgegangen sind. Ich verstehe meine Geschichte als eine lebendige Darstellung von Geschichte durch lebendige Geschichten. Soweit Rudo Schwarzberg in seiner Einführung. Erwähnt werden sollte noch, dass außer den sehr umfangreichen Büchern, die er zum Teil eben auch im Selbstverlag gemacht hat, 70 dieser Porträts in der lokalen Zeitschrift seit 2010 erschienen sind, also komplett in einer Tageszeitung in dort im Südharz abgedruckt. Ein sehr ungewöhnlicher Zustand, auf den man, also publizistisch auch finde ich das auch sehr besonders, auf den ich noch mal hinweisen möchte. Ich lese nun auszugsweise in den nächsten 20, 25 Minuten
aus einigen dieser Gespräche vor, um dann anschließend zum Podium überzugehen. Michael Stoff, Tischlermeister, ehemaliger Offiziersschüler der DDR-Grenztruppen. Michael Stoff absolvierte von 85 bis 88 im Kahliberg Sondershausen eine Ausbildung zum Instandhaltungsmechaniker mit Abitur und ließ sich zu einer Offizierslaufbahn überreden. Zitat, ich betone, dass ich die Zitate immer eigens hervorhebe. Ich habe nicht die Neigung, die Luft zu kratzen, wie das heute üblich ist, sondern ich sage dann einfach, wo ich zitiere. Zitat, ich kam aus einem politischen Elternhaus und war der festen Überzeugung, dass das Verhältnis der Menschen untereinander im Sozialismus besser ist als jenes, welches wir heute erleben, sagt er. Bereits im Oktober 1989 wurde die Ausbildungskompanie 21 der Offizierschüler angehörte zeitweise nach Berlin verlegt. Das ist wieder Schwarzberg. Zunächst nahmen er und seine Kameraden an der Parade zum 40. Jahrestag der DDR teil und trainierten für den Vorbeimarsch an Erich Honecker und Michail Gorbatschow mehrere Tage lang auf dem Flughafen Schönefeld. Nach der Parade wurden die Grenzsoldaten in ein Ferienlager außerhalb der Hauptstadt verlegt, um für die Behebung der im Zuge des Republikjubiläums aufgekommenen Unruhen bereitzustehen. Am 4. November 1989 erhielt seine Kompanie den Befehl, das Brandenburger Tor vor dem erwarteten Druck der Bevölkerung auf bestimmte Objekte zu schützen. Ein Kamerad des Obergebras, also Obergebra kommt er her, wurde noch auf dem LKW vom Dienst suspendiert, nachdem er damit gedroht hatte, auf demonstrierende Menschen zu schießen. Zitat, wir Soldaten hatten große Angst vor einer Situation wie kurz zuvor in Peking, wo Sicherheitskräfte hunderte Menschen töteten und selbst getötet wurden. Weil uns tagelang kaum Schlaf möglich war, waren wir zusätzlich angespannt, denkt er zurück. Kurz nach der denkwürdigen Pressekonferenz Günter Schabowski, die letztlich zur Öffnung der Grenze für DDR-Bürger führte, wurden die Soldaten per Sonderbefehl erneut zum Brandenburger Tor beordert. Nun wieder Zitat. Uns wurde nicht gesagt, dass diese Pressekonferenz stattgefunden hat. Wir kannten die tatsächliche Situation nicht. Der Platz am Brandenburger Tor war wie ein Bahnhof. Als wir ankamen, wo so viele Menschen befanden sich im eigentlich abgesperrten Bereich, beschreibt er die unglaubliche Situation. Die Soldaten erhielten den Befehl, die Menschen aus dem Sperrgebiet zu drängen. Von ihrem Vorgesetzten wurden sie angewiesen, als Bewaffnung lediglich Gummiknüppel am Mann zu haben. Zitat, wenn wir den Befehl dazu erhalten hätten zu schießen, dann hätten wir das sicher getan. Ich bin froh, dass dieser Fall nicht eintrat, denn er hätte aus mir einen gebrochenen Menschen gemacht, bekannt er. In jenen denkwürdigen Tagen der deutschen Geschichte endete für Michael Stoff die erste begonnene Offizierslaufbahn. Zitat, wir brauchen keine Grenztruppen mehr und die DDR ist am Ende. So realistisch war ich, sagt er. Eine tiefe Enttäuschung wollte ihn in den folgenden Monaten nicht loslassen. Irgendwie fühlte ich mich von unserer Staatsführung verraten und verkauft, weil sie die DDR einfach aufgegeben hat und zugleich, weil die Chance auf eine bessere DDR nicht genutzt wurde, bringt er seine damaligen Gefühle zum Ausdruck. Er unterschrieb seine Entpflichtung und wurde dafür tatsächlich zum Unteroffizier degradiert. Während das ganze Land von einer ungeahnten Aufbruchsstimmung erfasst war, fuhr er auf seinem Mähdrescher die Felder ab. Jetzt Zitat. Ich brauchte Zeit zum Nachdenken und zum Zurechtfinden. Ich genoss die Natur um mich herum, freute mich im Frühjahr über die erste Schwalbe und im Herbst über den Zug der Kraniche. Und stundenlang hörte ich NDR 2, um die nun angebrochene Zeit zu verstehen. 21 Monate lang, bis 1991, arbeitete Michael Stoff in der LPG und beendete 1994 eine Ausbildung zum Bau- und Möbeltischler und begann 3 Jahre später mit einer Meisterausbildung, die er 1989 mit Erfolg abschloss und ihm ein Engagement in den Werkstätten am Nordhäuser Theater eintrug. Im Jahr des Beginns seiner Beschäftigung in Nordhausen gründete er im Nebenberuf zudem eine eigene Tischlerei im heimischen Obergebra. Zitat,
von der Wiege bis zum Sarg, umsorgt von Stoff den ganzen Tag, lautete sein liebster Werbespruch. Die Freizeit des Handwerksmeisters wird vor allem von seiner Mitgliedschaft im Schützenverein und von seiner Tätigkeit als Gruppenführer in der Freiwilligen Feuerwehr seines Heimatortes bestimmt. Zudem engagierte sich der parteilose Nordthüringer in der Kommunalpolitik ab 1999 zunächst im Gemeinderat für die SPD und seit der Eingliederung Obergebras nach Bleicherode im dortigen Stadtrat für die Linke. In seiner Arbeit setzt er sich für die soziale Sicherheit, Gerechtigkeit, Umweltschutz und für eine ausländerfreundliche Politik ein. Konsequent gab er aus Protest zum Beispiel einen Feuerwehrorden zurück, als 4 seit Jahren in Bleicherode lebende Vietnamesen in ihr Heimatland abgeschoben wurden. Aufgrund zahlreicher Proteste durften sie wieder einreisen. So viel zu Michael Stoff. Diplom-Gesellschaftswissenschaftlerin Birgit Keller, Partei Die Linke, Mitglied des Landtages von Thüringen. Beginnt mit einem Zitat. In der SED gibt es Kräfte, die ein Recht darauf haben, sich politisch zu engagieren, sagt Birgit Keller und nimmt mit diesem Satz Bezug auf die Wendezeit, in der sich ihre damalige Partei, die SED, unter dem Eindruck der friedlichen Revolution in Auflösung befand. Und die 1959 in der Lutherstadt Eisleben geborene Politikerin hat sich in dieser schweren Zeit engagiert und sie tut es bis heute. Ja, sie kann als Zeitzeugin gesehen werden, die den Zusammenbruch der SED in Nordhausen als junge Frau unmittelbar miterlebte und die aus deren Trümmern zum Aufbau der heutigen Partei Die Linke in Thüringen an vorderster Reihe aktiv beitrug und noch heute beiträgt. Ihre Eltern, Helene Erhardt, Lehrerin, und Karl-Heinz Erhardt, Ökonom, waren in der DDR politisch sehr engagiert, gehörten der Blockpartei NDBT an. Sie kannten die Nazi-Diktatur, jetzt Zitat, aus eigenem Erleben, weswegen sie die DDR als eine ungleich bessere, gerechtere und humanere Gesellschaft begrüßten und auch mitgestalteten, sagt sie. Dennoch erfuhr Birgit Keller schon frühzeitig auch die Nachteile des ersten Arbeiter- und Bauernstaates auf deutschem Boden. Ihren Traum vom Medizinstudium konnte sie sich aufgrund ihrer Herkunft aus einer Intelligenzlerfamilie nicht erfüllen, da man ihr den Weg zum Abitur über die erweiterte Oberschule, EOS, verweigerte. Aber auch für eine Berufsausbildung mit Abitur wurde sie abgelehnt. Dennoch erschütterten diese Ereignisse nie ihre Grundüberzeugung, die sie von ihrem Elternhaus mitbekommen hatte. Sie trat mit 17 in die SED ein und hatte nach einer Berufsausbildung zum Elektromonteur und einem weiteren Scheitern einen Studienplatz an der Fachhochschule für Elektronik und Elektrotechnik zu erlangen. Mit einer Einstellung als wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Starkstromanlagenbau schließlich Glück. Dort qualifizierte sie sich nach dem Beginn ihrer beruflichen Tätigkeit bei der FDJ-Kreisleitung Sangershausen 1982 und einem vorgeschalteten Sonderkurs zu hochschulreichem Fernstudium zu Diplom-Gesellschaftswissenschaften. Hier wurde die Jugendarbeit zu ihrem zentralen Betätigungsfeld. Zitat: Leistungsvergleiche und kulturelle und auch politische Veranstaltungen zu organisieren, darin sah ich meine Stärken. Obwohl mir auch schon damals negative Entwicklungen auffielen, verlor ich nie die Überzeugung, dass unsere damalige Gesellschaft gestaltbar war. Doch erst im November 1989 war auch der jungen Mutter von 2 Kindern klar, dass es nunmehr drastisch bergab ging. Unvergessen ist für sie eine Parteiversammlung im Kreiskrankenhaus, auf der der dortige Parteisekretär die SED-Mitgliedsbücher von vielen austrittswilligen Genossen einsammelte und ihr in einen Schubkarton übergab. Für Verfehlungen und politischen Verfolgungen durch die SED, die sich so nach und nach abzeichneten, erschütterten Birgit Keller nachhaltig. All dies erfuhr sie unter anderem bei einer Veranstaltung in der Halle der Freundschaft, wo öffentlich über geplante Internierungslager für die Opposition, über Waffenträger in der Partei und über das Spitzelsystem des MFS gesprochen wurde. Als die SED-PDR aus dem bis dahin bestehenden bürgsverbindenden Landesverband Thüringen bildete, wurde Birgit Keller für die Wahl zur ersten Landesvorsitzenden nominiert, unterlag aber der heute für die Linke im Europaparlament sitzenden Gabi Zimmer.
2009 wurde sie in den Landtag gewählt als Mitglied des Haushaltsausschusses und als haushaltspolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke erhielt sie schließlich jene Positionen, die ihren Vorstellungen besonders gut entsprechen. Zu den Schwerpunkten ihrer Arbeit gehört es, neue Finanzierungsmodelle für die notorisch klammen Städte und Gemeinden unter dem Motto Kommunen in Not zu finden. Noch zwei Auszüge aus zwei weiteren Gesprächen, die völlig anders gelagert sind. Doris Hempel, Ferienhotel Wolfsmühle. Unser Ziel war es immer, so beginnt das mit einem Zitat, die Wolfsmühle, so wie wir sie von den Eltern übernommen haben, zu erhalten und weiter auszubauen. Sie ist das Zentrum unserer Familie und hier sollen sich unsere Gäste wohlfühlen, sagt Doris Hempel, die das historische Ensemble gemeinsam mit ihrem Ehemann als Ferienhotel, Gaststätte und mit einem im Grundstück befindlichen Campingplatz führt. Den Satz Eigentum verpflichtet hat die 1956 in Rudishain geborene Unternehmerin zu ihrem Lebensmotto erkoren. Die Bedeutung dieser Weisheit wird vor allem dann verständlich, wenn man sich mit dem Einsatz ihrer Eltern und Großeltern für die Wolfsmühle beschäftigt. 1918 übernahm Müllermeister Julius Prenzl, der Großvater von Doris Hempel, die Wolfsmühle und führte sie gemeinsam mit seiner Ehefrau bis zum Jahr 1949. Sein Sohn Otto Prenzl musste 11 Jahre seiner Lebenszeit der Wehrmacht, 11 Jahre, und damit dem Zweiten Weltkrieg opfern und stand der Mühle zwischen 1949 und 1964 vor. Dass die Prenzl schon seit der Generation des Großvaters neben dem Müllerhandwerk auch noch Vieh- und Landwirtschaft betrieben, sollte sich während der DDR-Zeit als rettender Glücksfall erweisen. Insbesondere züchtete die Familie, die dem Zuchtverband Harz angehörte, die heute fast ausgestorbenen Harzer Rinderrasse Höhenvieh oder Rotvieh, deren Tiere sie auch weit außerhalb der thüringischen Landesgrenzen mit Erfolg verkaufte. Die Enteignungswelle während der DDR-Zeit entging Otto Prenzl nur knapp, weil er die Wolfsmühle 64 in ein Kinderferienlager und Betriebsferienheim umfunktionierte, das dem damaligen Ministerium für Außenhandel in Berlin unterstellt war. Dabei scheute das Ministerium über all die Jahre keine Mühe, um den Prenzls ihren Besitz abzukaufen. Das Private war ihm schlichtweg ein Dorn im Auge. Doris Hempel besuchte die Polytechnische Oberschule in Rottenleberode und machte anschließend an der erweiterten Oberschule Ballenstedt, einer Schule mit angegliedertem Internat, Abitur. Als technikinteressierte junge Frau studierte sie anschließend an der Fachschule für Fahrzeug- und Verkehrswesen in Plauen Betriebswirtschaft. Von 1974 bis 1977 arbeitete sie im VEB Fluss- und Schwerspat Rottleberode, Abteilung Arbeit und Lohn. Diese Tätigkeit macht mir Spaß. Der Bergbau fasziniert mich aufgrund der besonderen Mentalität der Bergleute, denkt sie heute zurück. Die Zukunft des Ferienhotels Wolfsmühle als Familienbetrieb ist gesichert. Sohn Robert Hempel wird die Wolfsmühle später weiterführen. Er gewann in verschiedenen westdeutschen Einrichtungen der gehobenen Gastronomie 10 Jahre lang zukunftsweisende Erfahrungen und sie ist seit 2008 die rechte Hand seiner Eltern vor Ort in Rudishain. Zugleich ließ er die lange Tradition der Rinderzucht in der Familie wieder aufleben. Gegenwärtig hält er 5 Tiere der Rasse Galloway mit dem erklärten Ziel, eine kleine Herde aufzubauen. Das Fleisch der Tiere wird der Selbstversorgung der Familie und der Gäste der Wolfsmühle dienen. Das Wichtigste, so endet diese Aufzeichnung und das Gespräch, er fühlt sich der Philosophie seiner Eltern, die auch jene seiner Großeltern war, von ganzem Herzen verpflichtet, Eigentum verpflichtet. Zum Schluss eine kleine Eskapade zu einem Menschen, der von Schwarzberg der Brocken-Benno genannt wird. Brocken-Benno, der einzige 7000er im Harz. Am 3. Dezember 1989 saß der Berniger Röde Benno Schmidt bei einer in der Harzstadt stattfindenden Konferenz zur Rettung der DDR. Mit seinen Gedanken aber war er, der 32 in Bochum geborene, wohl bekannteste Harzwanderer an diesem Tag ganz woanders. Tags zuvor hatte in der Zeitung gestanden, dass der Rat des Kreises die Brockenstraße vom Eckerloch bis hinauf zur Brockenkuppe, damals umgebende Mauer, für Wanderer freigibt.
Das neue Forum jedoch gab am selben Tag eine noch viel weitreichende Parole aus: Wir begnügen uns nicht mit der Brockenstraße, das Ziel heißt freier Rocken. Wir waren brockenhungrig und rissen das Tor einfach auf, so jetzt die Schilderung, ließen den Offizier stehen und stürmten den Berg unserer 28-jährigen Träume, beschreibt Benno Schmidt das historische Ereignis. Es war gerade 12.45 Uhr. Wir tanzten und lagen uns in den Armen. Einige weinten vor Freude, sagt er. Von den Soldaten sei zunächst keine mehr zu sehen gewesen. Nur die auf dem Berg stationierten Rotarmisten hätten die Vorgänge mit entsetztem Staunen beobachtet. Zu fotografieren traute sich Benno am Mauertor noch nicht. Auf der Brockenkuppe verknipst er dann einen ganzen Film. 5 Stunden später saß er wieder bei der Konferenz in Wernigerode, gerade noch rechtzeitig, um das Schlusswort nicht zu verpassen. Aber so richtig zuhören konnte der Harzer nicht mehr. Für den Wernigeröder begann im Herbst 89, wie für alle anderen noch DDR-Bürger, ein neuer Lebensabschnitt. Der Alltag fast aller Menschen änderte sich grundlegend, natürlich auch Benno Schmidts Alltag. Er jedoch sollte von nun an vom Wandern dominiert werden. Vom Wandern an fast jedem Tag hinauf zum deutschesten aller Berge, zum Berg von Goethes Faust und Heines Harzreise bis zu 300 Mal im Jahr. Am 22. Mai 2013 bestieg er ihn zum 7.000. Mal. 1997, 98 und 2000 wurde er durch eine Würdigung im Guinness-Buch der Weltrekorde berühmt. Einholen wird ihn niemand mehr. Um seinen 1.000. Aufstieg herum gaben ihm Freunde den Namen Rocken-Benno, mit dem er für immer in die denkwürdige Geschichte des Berges eingegangen ist. Erinnern tut er sich auch an die Bombenabwürfe auf Wernigerode. Rund 200 sollen es gewesen sein. In einer Turnhalle sah er Menschen, die die Angriffe nicht überlebt hatten. Von 47 bis 50 erlernte Benno Schmidt beim Rat des Kreises Wernigerode den Beruf eines Verwaltungsangestellten und studierte anschließend Ökonomie an Fachschulen in Magdeburg und Merseburg. Schließlich wurde er Referatsleiter Planung in der Fachabteilung Handel und Versorgung beim Rat des Kreises Wernigerode. Zwangsläufig trat er in die SED ein mit den Worten: Wer nicht für uns ist, ist gegen uns, der ist gegen Frieden und damit für den Krieg, begründeten dies die Genossen. Weil sein Vater Walter Schmidt in der damaligen hessischen Landesregierung in Wiesbaden mitarbeitete, kam er um einen Dienst in der kasernierten Volkspolizei und der späteren NVA herum. Ich brauchte keine Waffe anzufassen, worin ich eine glückliche Fügung sehe, sagte er. Aufgrund von Kontakten zu seinem früheren Lehrer, der die DDR verlassen hatte, erhielt er in den 70er Jahren in einem Disziplinarverfahren mit dem Ergebnis eine strenge Rüge. Vom Rat des Kreises wurde er wegen seiner Westkontakte schließlich zur unerwünschten Person erklärt, fand jedoch bei der Konsumgesellschaft Ilsenburg-Wernigerode eine neue Anstellung als Bereichsleiter. Ihr hielt er bis zur Auflösung des Konsums Anfang der 90er Jahre die Treue. Keinesfalls möchte der bekannte Harzer, also Benno, allein auf den Nimbus als ewiger Brockenbesteiger reduziert sich sehen. Immer wieder erhebt er seine Stimme, wenn es um die Ausgestaltung des Wandertourismus im Harz geht. Der am 13. Mai 2006 mit Unterstützung durch Harzclub und Nationalpark konnte verwirklicht werden, nämlich der Aufruf Harzer Grenzweg Wandern am grünen Band. Seit 2007 ist er Sonderbotschafter des beliebten Projektes Harzer Wandernadel und setzt sich gegenwärtig für die Verlängerung des Teufelsstieges bis nach Elend ein, wo er nach Goethes Faust seinen historischen Ursprung hat. 2009 wurde er mit der Ehrennadel des Landes Sachsen-Anhalt geehrt. Nach wie vor bietet Benno auch Gruppenführungen zum Brocken und dessen Umgebung an. Wenngleich die beiden Töchter Brocken-Bennos, Susanne Müller, Diplombauingenieur, und Annette Koch, 45, Diplomlehrer Mathematik, Physik, Informatik an einem Gymnasium, nicht vorhaben, den Rekord ihres Vaters zu brechen, so sind sie doch ebenfalls sportlich. Susanne trainiert in einer Laufgruppe und Annette joggt für ihr Leben gern. So viel
von Bodo Schwarzberg, das natürlich ungerechterweise von mir nur in wirklich kurzen Ausführungen Ihnen vorgestellt werden konnte. Und jetzt würde ich bitten, die Teilnehmer der Diskussion zu mir auf die Bühne zu kommen. Ich bedanke mich. Alle wissen, wo sie Platz finden. Verehrte Damen und Herren, mein Name ist Stefan Andreas Kastorf. Ich habe die Freude und Ehre, einer der drei Herausgeber des Tagesspiegels, einer in Berlin und Umgebung erscheinenden Tageszeitung zu sein. Kleine Vorbemerkung, mir ist so ein bisschen Angst. Am liebsten würde ich mich jetzt so nach hinten verflüchtigen bei so viel geballter Kompetenz. Ich werde mich nachher an Herrn Zischler halten. Herr Zischler ist Westler, wie ich das bin, aus Nürnberg. Ich muss ihn ja nicht sehr vorstellen, vielleicht aber ein paar Sachen sagen zu ihm, weil nicht alle alles wissen über ihn. Also er hat Philosophie und Ethnologie und Musikwissenschaften und Literaturwissenschaften studiert. Er war Verleger. Er hat übersetzt Jacques Derrida, also ein Philosoph. Er hat aber auch noch andere übersetzt, damit es daraus Stücke werden könnten. Das ist Hans Zischler. Er ist bekannt als Schauspieler, als Filmschauspieler, als Dramaturg. In der Schaubühne 68 angefangen und in Berlin 68 studiert. Sie sehen ein reichhaltiges, ein großes, ein nicht nur westlich geprägtes Leben. Denn wenn Sie seine Tagesreisen gelesen haben sollten, hat das jemand hier durch Zufall? Anfang der 90er erschienen, vielleicht gibt es das sogar noch. Ja. Dann wüssten Sie, dass er auch was von dem versteht, worüber wir hier zu reden versuchen. Nochmal, es ist ein Werkstattgespräch und am Ende werde mindestens ich gescheitert sein. Bitte seien Sie nachsichtig. Jana Hensel. Ach so, ja, bitte, 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 bitte. Ich nehme an, dass hier nur absolut kulturvolle Menschen, der Hochkultur zugewandte Menschen sind, aber ich sah ihn auch bei Kommissar Beck und da spielt er Hillmann und auch daher kennt man ihn. International, nicht nur Wim Wenders und Claude Chabrol, sondern auch noch andere große Produktionen. Ja, Spielberg außerdem. So, jetzt aber zu Jana Hensel, einer Autorin, einer, sowohl für, sagen wir, Zeitungen, in welcher Form sie auch immer zu uns kommen, ob in Rinde geschnitzt oder in digitale Ziffern umgerechnet, also Zeit online. Jana Hensel hat ein Buch geschrieben, das 2002 erschienen ist, 350.000, wahrscheinlich jetzt 380.000 Mal verkauft worden ist, Zonenkinder. Aber nicht nur das, sie hat jetzt auch zum Schluss wieder ein Buch geschrieben, Wer wir sind, mit Wolfgang Engler zusammen. Das können Sie draußen auch käuflich erwerben, wie ich gesehen habe. Die Erfahrung, Ostdeutsch zu sein. Daher rührt zum Beispiel ein Teil meiner Scheu, alles das zu wissen, was hier sie weiß. Sie hat geschrieben, das hat mich dann allerdings doch auch wieder ein wenig ins Politische gebracht, wozu ich jetzt gleich komme, dass sie wegen Angela Merkel die CDU gewählt habe. Sich dazu zu bekennen, ist in damaliger Zeit 18 durchaus mit einem gewissen Mut begleitet, denn nicht jeder hätte so gedacht und nicht jeder denkt so. Aber vielleicht denken Sie hier so und ich mache gleich einen Test. Diesen Mann, muss ich Ihnen den vorstellen? Ja. Möchte ich nämlich gerne. Ein politisch motivierter Müllsammler und Ökologe, nicht meine Worte. Nicht meine Worte, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, schrieb ein Buch, das heißt Zukunft braucht Herkunft. Deutsche Fragen, ostdeutsche Antworten. Abgesehen davon, lieber verehrter Matthias Platzek, den ich hier herzlich begrüße, dass das der Titel von philosophischen Essays des von mir hochverehrten Philosophen, inzwischen verstorben, Otto Marquardt war, von dem ich Ihnen nachher was vorlesen werde, ob Sie dem zustimmen können, ist es so, dass dieser Mann wie kein zweiter für einen ostdeutschen, westdeutschen Lebensweg steht. Sie wissen, dass er mal die Sozialdemokratie geführt hat und heute um 18 Uhr, Sie wissen, heute um 18 Uhr, da werden Sie alle auf den Zettel geschrieben haben, wir wollen unseren Matthias Platzek zurück. Bis 2013 war er auch Ihr Landesvater, Freund. Was aber bemerkenswert ist an diesem Lebensweg, ist Grüne Liga, nein Argus, Grüne Liga, Grüne Partei, aber nicht in der Grünen Partei. Parteiloser Minister in der letzten mit Würde aufgeladenen DDR-Regierung unter Hans Modrow, der versucht hat, neben dem Berg, diesen riesigen Menschen Helmut Kohl, die kleine Würde der DDR mindestens zu verkörpern und zu erhalten. Da war er Minister ohne
ohne dass er einer Partei angehörte. Das war sicherlich auch eine besondere Erfahrung. Aber dann eben auch in anderen Zusammenhängen. Er war Oberbürgermeister von Potsdam und dann wurde er irgendwann ja auch mal SPD-Mitglied. Das muss man ja dann auch irgendwann werden, wenn man die Sozialdemokratie verkörpern soll und will. Und dann lange Jahre Ministerpräsident. Und jetzt vertritt er etwas anderes. Darüber reden wir lieber nicht, denn sonst ist der ganze Abend gelaufen. Das war was mit Russland. Izvinite. Manche können von Ihnen noch Russisch? Ja, хорошо, так. Очень хорошо. Darüber reden wir aber nicht. Carsten Krampitz. Ganz außergewöhnlich, auch eine wundervolle eigentlich deutsche Erzählung. Also er war Redakteur und Chefredakteur von Straßenzeitung. Kennen Sie Straßenfeger? Ja. Da siehst du, ich muss nichts mehr erzählen. Harry Rowohlt, den ich verehrt habe, neben dem ich mal sitzen durfte, als er eine Nudel aß. Und er hat sich wahrscheinlich gedacht, was macht der Mann da, warum guckt er mich immer so an? Dann sprach ich ihn an und hab's erklärt. Also, solche Sachen hat er alle in diese Straßenzeitung hineingebracht, um Menschen dazu zu bringen, diese anders wahrzunehmen, als sie sie vorher wahrgenommen haben. Und es ist gelungen, das sage ich Ihnen ganz offen, nicht nur wegen Inge Meisel, auch wegen Harry Rowohlt. Nein, im Ernst, dann hat er ein Buch geschrieben 1976, die Krise, die DDR-Krise, die Krise in der, also die DDR in der Krise. Und der Tagesspiegel, ich weiß nicht, ob Sie von dieser Zeitung, ja, der urteilte, dass er einer der besten Kenner der Krise der DDR in der Spätphase sei. Ich glaube, der Tagesspiegel hat recht, hat immer recht. Ja, und jetzt kommen wir zu den Fragen, die Sie alle interessieren. Nochmal, seien Sie gnädig. Wenn ich das Gefühl habe, dass Sie es nicht sind, dann komme ich zu Ihnen und dann können Sie auch eine Frage stellen. Aber wirklich eine Frage, und das sage ich jetzt auch schon mal vorab. Keine Co-Vorträge. Denn jetzt kommt's, Herr Krampitz muss nachher noch weg, weil er auch noch neben allem anderen, was er ist, auch noch Schauspieler geworden ist und heute im Hau auftritt. Also nicht, dass Sie wegrennen müssen. Nein, er muss nachher irgendwann wegrennen. Deswegen sollten wir einigermaßen pünktlich enden. Ach ja. Warum hat uns die Euphorie, und es geht ja um Euphorie, Ernüchterung, Hoffnung, fangen wir mal so an, so Glaube, Liebe, Hoffnung, warum hat uns nicht der Glaube, aber die Euphorie so schnell verlassen? Warum ist das alles nicht mehr da, Herr Platzig? Sie sind es, Platzig, darf ich Sie vorstellen? Ich selbst. Warum ist die Euphorie nicht mehr da? Na, sie hat uns verlassen, nicht da. Das ist ein großer Unterschied. Ja. Sie hat uns verlassen. Ich glaube, wir haben, oder ich sage es mal umgekehrt, im politischen Raum gibt es immer einen Hauptfehler, wenn die Hoffnung zu groß ist, weil sich im normalen Leben sowas nie realisieren lässt und erfüllt. Die ist ja damals auch noch gespeist worden, sie war blauäugig, wir waren ein Stück naiv. Wir haben auch gelernt, dass Westfernsehen nicht alles spiegelt, was das Leben wirklich ausmacht. Und wir haben, es gab ja unter anderem als einen der Antriebe, einen sehr urigen Freiheitswillen. Und unser Bundespräsident hat neulich so schön formuliert, aber noch nicht ganz realisierend und wissen, dass Freiheit neben einer großen Verheißung auch eine große Zumutung am Ende ist. Und ich glaube, dass viele dieser Dinge dann zusammenkamen, diese zu große Hoffnung, die Nichtrealisierung von dem, was das Leben dann wirklich ausmacht und was auch keiner eingepreist hat. Ist das wirklich wahr? Was keiner eingepreist hat, ist der Totalzusammenbruch. Wir reden ja immer von einem Umbruch. Das ist ja so ein geschönter Begriff von der Zeit der 90er Jahre. Wenn man es realistisch einschätzt, auch nach statistischen Zahlen, war es einfach ein Zusammenbruch. Wir haben eine völlige Deindustrialisierung der heutigen 5 Bundesländer erlebt. Und wir haben, letzter Satz, konstatieren müssen, dass die erste Begegnung mit der Freiheit, sprich Demokratie, Marktwirtschaft, für ungefähr 4 Millionen Menschen auf dem Arbeitsamt und auf dem Sozialamt stattfand. Und da kann sich Euphorie und Freude nur wenig entfalten auf diesen Ämtern. Und das, glaube ich, alles zusammen hat dazu geführt, dass es heute viel nüchterner ist, als es damals gedacht und gehofft war. Frau Hensel, das Wort hat mich jetzt doch berührt. Ist es so, dass da Naivität geherrscht hat? Nee, das würde ich, glaube ich, nicht sagen, dass da Naivität geherrscht hat damals. Es ist interessant, ich habe jetzt
weil wir uns auf den 30. Jahrestag des Mauerfalls zubewegen, mir nochmal alte Filme angesehen, Frauentage in Potsdam beispielsweise. Da war wenig Naivität und auch fast keine Hoffnung mehr zu sehen. Aber wissen Sie, warum ist Euphorie schnell verflogen? Ich weiß nicht, wann setzen Sie dieses schnell an? Heute? Oder was meinen Sie mit schnell? Nehmen Sie es mal für sich, das Wort, und wenden es dahin, wo Sie glauben, dass es hingehört. Na, ich weiß eben nicht. Ja, es ist eben. Na, es fing andererseits ja schon an. Kann man nicht sein Leben lang Geburtstag haben. Und ich glaube, von den Ostdeutschen wird gern verlangt, dass sie ihr Leben lang Geburtstag haben und sich ein Leben lang freuen sollen über das, was man ihnen 91 auf den Geburtstagstisch gelegt hat. Und die Erfahrung von 89, da kann ich Herrn Platzig nur zustimmen, ist eben eine ambivalente Erfahrung gewesen. Die große Glückserfahrung der Revolution, die große Glückserfahrung, bürgerliche Rechte selbst errungen zu haben und dann auch die kollektive Erfahrung, dass der soziale Boden unter einem durchbricht. Und diese stets von Anfang an im Prinzip ambivalente Erfahrung haben wir über viele Jahrzehnte nicht angemessen besprochen. Mhm. Es musste sich sozusagen eine Art Paralleldiskurs bilden, in dem diese Dinge besprochen werden. Wir haben immer noch, und das haben Sie, glaube ich, auch, oder in dem, was Sie vorgelesen haben, kam das auch, wir haben immer von Tätern und Opfern gerne gesprochen, von Gewinnern und Verlierern. Mhm. Und wenn mich was beeindruckt hat an dem, was Sie gelesen haben, ist, dass wir sehen konnten, wie vielschichtig, häufig widersprüchlich und sehr ambivalent eben diese deutschen Biografien im 20. Jahrhundert sind und dass wir die Leute nicht einfach aufteilen können in Gewinner oder Verlierer, Opfer oder Täter. Und wir kommen ganz langsam, und da ende ich jetzt, wir kommen ganz langsam zu einer Erzählung, die diese Komplexität der damaligen Zeit zumindest versucht wieder einzufangen. Lange haben wir die Komplexität der damaligen Ereignisse draußen gelassen. Wenn Sie kurz auf Sie antworten wollen, gerne, weil ich noch hier einmal so rumkomme. Ich wollte nur noch mal zu dem Thema, damit das nicht falsch verstanden wird. Ich selber, Jana Hensel, war auf jeden Fall naiv. Wir haben vor dem 18. März plakatiert, Artikel 23, Beitrittsartikel, kein Anschluss unter dieser Nummer. Das war unser Wahlslogan. Für diesen Wahlslogan haben wir 3,5% bekommen. Klar. Weil wir naiv waren, weil wir nicht gemerkt haben. Und genauso, finde ich, waren auch andere naiv. Also ich kann ein Plakat, was von Hunderttausenden bejubelt wurde in Dresden, lieber Helmut, nimm uns an die Hand und führe uns ins Wirtschaftswunderland, ist für mich naiv. Also ich sage ja selber, ich bin auch naiv gewesen. Aber das war alles nicht auf der Höhe der Zeit. Aber was ist dann, Entschuldigung, aber man könnte auch sagen... Ich würde dem ja unglaublich gerne widersprechen, weil Sie waren so auf der Höhe der Zeit. Also sozusagen dieser oppositionelle Utopieraum, der sozusagen zumindest bis dahin gegründet wurde, wo es nicht um die Wiedervereinigung gegangen ist, was ein unglaublich toller Utopieraum. Auch die schönste Zeit. Also insofern, Sie waren total auf der Höhe der Zeit. Und ich würde sagen, genau. Sie sind von reaktionären Kräften einfach aus dem Feld geschlagen worden. Kann ich mit leben. Gut. So, ja. Naja, halt. Jetzt sind wir bei dem Thema. Es geht sofort weiter. Aber das dürfen wir jetzt nicht so einfach. Es ist ein schöner Begriff, ein wunderbar aufgeladener Begriff, ein Utopieraum. Aber Sie kontern mit reaktionärem Verhalten. Also man könnte ja auch sagen, dass das, was die Leute gesagt haben, auf den Begriff gebracht hat, um was es im Wesentlichen ging. Es ging um wirtschaftliche Erholung und man wollte, dass da jemand sei. Autoritarismus wohnt uns ja inne, uns Deutschen, dass da jemand sei, der uns dahin führen möge. So, was ist daran naiv? Das ist einfach nur der real existierende Helmut Kohlismus gewesen. Ja, gut. Es ist eher könnte man Ihnen vorhalten, dann, um das zuzuspitzen, Utopieraum verlassen und gewissermaßen alles das, was neu, was anders, was spritzig und dynamisch war, was auch uns Westler mal etwas gelehrt hätte, das sofort wieder gewissermaßen fallen gelassen zu haben. Und Sie hätten dann dazu beigetragen. Am Ende aller Enden hätten Sie dazu beigetragen. Ja, es gibt eine Grundregel in der Demokratie, mit 3,5% kannst du nicht regieren. Also, wir hätten es ja gerne gemacht, aber es ging nicht. Okay. Heilloser Pragmatismus. Herr Zischler, eben fiel das Wort vom Zusammenbruch. Das sind also Worte, da zucke ich zusammen. Naivität, Zusammenbruch, es war ein Zusammenbruch. Was haben wir, also hat der Westen was damit zu tun? Haben wir den forciert? Waren wir durch die Treuhand und durch diese, sagen wir, mindestens uns zugeschriebene Überheblichkeit diejenigen, die das zu verantworten haben?
wer alle Besten hat. Wenn Sie Ja sagen, ist das doch... Es wäre, glaube ich, naiv anzunehmen, den Besten dann nicht mit einzubeziehen in die Wiedervereinigung. Es gibt nur ein Land in Deutschland, das wiedervereinigt wurde. Das ist Berlin. Kein anderes Land wurde mit einem Land vereinigt. Nein, es gab nur ein einziges Land. Sie meinen, das ist Bundesland. Bundesland, ja. Okay, ja. Ja, und das ist, Moment, das ist durchaus von Bedeutung, glaube ich. Das ist das eine. Das andere ist, dass man, wenn man immer von der DDR spricht, sozusagen ein Ensemble, ein homogenes Ensemble sozusagen sich irgendwie imaginiert, dass es überhaupt nicht gab. Ich glaube, dass der entscheidende Punkt, ich komme gleich auf eine Episode ganz kurz zu sprechen, ja, war, dass ehe die DDR überhaupt in ihrem Zusammenbruch in der Lage war, ein eigenes Modell einer Zukunft zu entwickeln, eine viel größere Struktur übergriffen hat und sagt, es wird ein einheitlicher Staat werden. Und ich glaube, das zum Beispiel, es ist nie eine neue Verfassung gemacht worden, auch für den Westen nicht. Das heißt, es ist im Grunde die Implantation eines westlichen Verfassungsmodells und Staatsmodells ist sozusagen als das glücksverheißende Modell für die DDR unterstellt worden, von Großmachtpolitik mal ganz abgesehen, die das dann auch halb gewollt hat. Ich möchte auf eine ganz kurze Episode eingehen, aber will ich nur am Rande. Ja. Im April 1990 war angeblich eine Delegation aus Hongkong in der DDR, die gesagt hat, die Staatsschulden der DDR sind 50 Milliarden. Die würden wir bezahlen, wenn wir freien Zugang zur Ostsee bekommen. Als der Nachfolge von, und zwar Wismar, als dem Nachfolge Stadtstaat Hongkong, der ja 96 aufhören würde. Diese Verhandlungen waren, es waren 36 Delegierte von Bankern, ich habe einen davon kennengelernt. Wollten die alle herziehen oder wie? Nein, die wollten 200.000 Chinesen nach Wismar bringen und die Staatsschulden der DDR übernehmen. Und in dieser sozusagen dieser seltsamen Zeit hätte ein neuer Staat sich etabliert. Ja, ich will jetzt auf den kommen. Yes, das Maria. Das können wir jetzt so ja, ganz nicht. Spannende Dinge, ja, ja, man lernt ganz. Das ist nachweislich. Entschuldigung. Es gab diese Delegation. Ich kenne diese Geschichte. Die hat mir Bernd Holtfrede erzählt. Und zwar, dann waren die zweimal da. Die waren im Januar 1990 waren die im Haus der Demokratie. Ja, eine Delegation von Hongkong-Chinesen. Ja, Banker. Banker, Millionäre. Die haben, bei denen war die Vereinigung in Sack und Tüten. Ja. Die haben eine neue Heimstätte gesucht. Ja, für 200.000, die wollten Wismar als Freihafen haben. Und die wollten die zukünftige DDR-Regierung sprechen, ja, also das neue Forum. Und woran ist das gescheitert? Die haben dann mit denen auch gesprochen. Na, irgendwie war da dann doch kein Interesse. Aber ich denke, das war die letzte Chance für die DDR. Ja, wenn auch das geklappt hätte, das wäre der Kracher gewesen. Wir hätten hier zweisprachige Straßennamen in Berlin. Ja, das wäre nicht mehr Karl-Marx-Allee, wäre Chiang Kai-Shek-Allee. Ja, das wäre der Potsdamer Platz, das wäre ein Golfplatz geworden, aber die DDR wäre noch mal richtig liquid geworden. Ja, das wäre weitergegangen. Dass wir uns jetzt bei den Hongkong-Chinesen... Ja, dem gehe ich nach. Tolle Geschichte, vielen Dank. Bin ja beim Tagesspiegel, mal sehen, ob da was geht. Hongkong-Chinesen, Wahnsinn. Unabhängig jetzt mal davon, was Sie nicht wussten, ist... Er wollte mal Vorsitzender der Linken werden. Bis 2018 war er auch Mitglied der Linken und wollte mal Vorsitzender werden. Das hat er dann aufgegeben, weil er fand, Klaus Lederer ist auch ein guter. Und die Frage ist aber, die mich jetzt hier gerade so anspringt, wenn dann also Hongkong-Chinesen kommen und wenn wir so darüber reden, Utopieräume und so, ist der Sozialismus, Sie sind ja nun ein Kenner der Spätphase DDR, Tagesspiegel, ist der Sozialismus, von dem wir ja reden könnten, wenn wir wollten, überhaupt durch das, was in der DDR geschehen ist, diskreditiert? Oh, oh. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen wollte. Ich wollte nie wirklich Vorsitzender der Linken werden. Das war eine Spaßkandidatur, die ich rechtzeitig zurückgezogen habe. Ich habe im bevor Sie unter wurden. Alkoholeinfluss habe ich kandidiert und ich hatte meine Kandidatur von der, haben Sie dann auch gelesen, von der Kotztüte abgelesen. Und das ist, wenn man in dieser Partei dann nichts werden will, mit Sicherheit, dann muss man das machen. Und so war dann auch. Also.
Ich habe da nicht wirklich kandidiert. Ich kriege das nur nicht aus Wikipedia raus. Ich bin da gesperrt. Das braucht man gar nicht, weil es gibt ja auch noch andere Geschichten darüber. Aber Sie können die viel besser erzählen. Deswegen ein bisschen lachen darf man ja auch noch. Trotzdem. War ja so, ist der Sozialismus diskreditiert. Das war ja kein Sozialismus. Warum? Ich habe ja meine Promotion habe ich ja zur Kirche, zur DDR-Kirche geschrieben. Und da gab es so spannende Debatten in den 80er Jahren über wahrer Sozialismus versus Realsozialismus. Das war irgendwas anderes. Das war so ein Staatskapitalismus oder. Also, das ist ja nicht das, was ich mir unter Sozialismus vorstelle. Und sagt auch heute keiner in der Linkspartei. Also, gibt schon welche hier, die Kommunistische Plattform oder so. Aber das ist ja, man kann die individuelle Freiheit, also die Freiheit des Einzelnen, nicht gegen. Also, Freiheitsrechte, die sind unverhandelbar. Grundrechte gegen soziale Freiheit. Aber so war das ja auch ursprünglich mal angedacht. Also im Manifest der Kommunistischen Partei steht ja, dass die Freiheit des Einzelnen ist die Voraussetzung für die Freiheit aller. Ja, das ist dann nur nicht mehr gelesen worden. Ich möchte das Thema noch einen Augenblick festhalten, wenn ich darf. An alle, die hier sitzen, trauen Sie sich. Gibt es etwas, das im real existierenden Sozialismus besser war? Also ich zitiere jetzt mal Lothar de Maizière, nicht alles, was war, war schlecht. Wir sind alle gebrauchte DDR-Bürger. Gibt in der Linken sagt man ja, unser Genosse, es war nicht alles gut. Ne? Also. Gut, aber gibt es etwas, das besser war als das? Wir reden ja jetzt schon tatsächlich auch über die Situation heute und so. Neulich ist Sigmund Jenisch-Strom. Da waren wir zum Beispiel besser. Herr Platzig? Ja, aber das ist doch. Ich glaube, dass die Frage ein bisschen. Das ist eine ganz eigenartige Frage. Ja, wollte ich. Danke. Aber ich wollte mal. Ich versuche trotzdem mal um die Ecke, sie vielleicht zu beantworten. Weil das Thema, was besser oder nicht besser war, gehört zu den Frühverwundungen dessen, was dann als Einheitsprozess gelaufen ist. Wenn man, lieber Herausgeber, eine kleinere Gesellschaft, auch zahlenmäßig kleiner, die noch dazu schwächer ist, die einen Wettbewerb verloren hat. Das war offenkundig, dass der damals laufende Wettbewerb zwischen den Systemen war der hiesige Teil der klare Verlierer. Dann müsste man erwarten, kann man hoffen, sollte man eigentlich, dass der Größere, der Sieger, der auch mengenmäßig und wirtschaftlich 100-mal stärker war, sich überlegt, wenn man schon keine neue Verfassung machen, das wollten wir ja damals auch, wir hatten ja schon eine geschrieben, die war im März fertig. Wenn man das aber alles nicht will, dann muss man wenigstens ein paar gesellschaftspsychologisch kluge Schachzüge machen. Und zu einem solcher Schachzüge, du musst der kleinen Gemeinschaft, wenn sie in eine größere kommen soll und sich dort einigermaßen gut aufgehoben fühlen soll, ein paar Haltegriffe mitgeben. Und ein paar Haltegriffe, und da komme ich zu dem besser. Und ich nehme nur die Dinge, die wir wenige Jahre später im Gesamtdeutschen aufgenommen haben, nur mit einem anderen Namen versehen haben. Ich musste mich in Baden-Württemberg 91 noch rechtfertigen mit Schimpfbegriffen, die ich nicht wiederholen will, für die relativ flächendeckende Kinderbetreuung in der DDR. 10 Jahre später hat die Familienministerin von der Leyen die flächendeckende Kinderbetreuung als großes Ziel ausgesetzt. Wir haben Ganztagsschulen neu aufgelegt und wir bauen heute überall medizinische Versorgungszentren, so nennen wir die Dinger, obwohl man einfach auch sagen könnte, wir gehen in die Poliklinik, weil es genau dasselbe ist. Wenn man das von ideologischem Zeug, was ja immer in der DDR dabei war, entkleidet hätte und sich nur die Strukturen angesehen hätte und gesagt hätte, ist das vielleicht was Kluges, was wir aus verschiedensten Gründen der gesellschaftlichen Entwicklung auch brauchen werden. Dann wäre die kleinere Gemeinschaft nicht nackt und mit dem Gefühl, was wir uns ausgedacht haben, war alles Blödsinn, in die Neue gegangen. Und das ist eine der Grundwunden, die wir zugelassen haben und die wirkt bis heute nach. Und deshalb glaube ich, ist da ein Fehler gemacht worden. Darf ich das eben einbetten? Ich will erklären, warum ich die Frage stelle, weil Sie gleich so darauf pikiert reagiert haben. Es gibt lauter Studien inzwischen, unter anderem Pew bei 14- bis 29-Jährigen, die sagen, also die DDR muss man sich noch mal genauer angucken. Ich sage es jetzt mit meinen Worten, nicht ganz so wissenschaftlich. Das muss man sich noch mal genauer angucken. Und das war ja nicht alles schlecht, was war. Und die Jugend sucht. Die Frage ist, bald auch im Sozialismus? Fragezeichen. Das finde ich interessant. Das ist eine Strömung, die es jetzt gibt, 30 Jahre nach 89. Und das hat mich dazu gebracht zu fragen, ob es vielleicht irgendwas gibt, was man tradieren kann sogar.
Darf ich einen Unverdächtigen zitieren, ja, der nicht jung ist? Warum wissen Sie das nicht längst? Also ich finde das so eine Frage, doch das ist, Sie bauen damit die immer gleichen Hierarchisierungsmodelle nach. Wir, die Ostdeutschen, sind freundlich eingeladen, ihm, den Westdeutschen, zu erklären, ob es nicht etwas gibt, irgendetwas, wie Sie gerade sagten, was dann besser geht. Wir könnten doch nach 30 Jahren offen gestanden weiter sein. Sie könnten es bereits wissen, weil wir es ehrlich gesagt seit 25, aber keine Frage mehr. Weil wir es ehrlich gesagt seit 25 Jahren erzählen. Sie wissen genau, dass der Kinderbetreuungsausbau besser gewesen ist. Ich könnte Ihnen noch hinzufügen, dass es mehr weibliche Universitätsabschlüsse gegeben hat. Erstaunlich viel höhere, erstaunlich viel mehr Frauen haben in der DDR eine akademische Karriere gemacht. Wir haben mehr Promoventenzahlen unter Frauen. Das sind alles Dinge, die DDR hat pro Kopf mehr für Kultur ausgegeben als die Bundesrepublik. Das sind alles Dinge, wissen Sie, die könnten Sie längst wissen. Und wir müssten nicht diese Gespräche imitieren, die wir offen gestanden seit 20 Jahren führen. Ich wollte Sie ja mit einer Frage, das Publikum mit einer Frage überraschen. Wie viel, sagen wir, Westler sind unter den Zuschauern? Okay. Na doch, was? Doch, Hälfte. Wie gut ich möchte. Vielen Dank. Ja, übrigens, nur ein Nachtrag. Wenn ich es alles wüsste, dann gingen mir die Fragen aus. Ich frage ja auch, um mein Wissen noch mal aufzuladen. Darf ich noch eine Wissenslücke? Nee, jetzt Herr Zischler. Ich wollte die doch nur noch füllen. Also, weil es einen ganz alten Zeugen gibt. Ja. Deshalb hätten Sie es wissen können. Helmut Kohl hat kurz vor seinem Tod gesagt, sein Fehler war, dass er gedacht hat, im Osten ist alles schlecht und im Westen alles richtig. Das hätte er anders denken sollen, dann wäre er erfolgreicher gewesen, sagt er selber. Siehste? Also gibt es noch Kronzeugen, die keine 25 sind, sondern aber 80. Da ich wir haben in der Bibel gibt es doch Paulus an die Thessaloniker, prüfet alles und das Beste übernehmt. Und das ist fand nicht statt. Es war scheißegal. Ich wollte jetzt nicht so. Weder das Manifest gelesen noch die Bibel. Beides falsch. Oder anders gefragt, Herr Kastorf, gab es eigentlich am besten irgendetwas, was besser war? Ich bin jetzt hier nicht der Anwalt des Westens, sondern ich stelle die Fragen. Und interessant ist, wenn ich die Frage nicht gestellt hätte, hätten wir nicht gewusst, dass Helmut Kohl so gedacht hat. Ja. Mir war das jedenfalls nicht bewusst. So, Herr Zischler, aber von Ihnen hätte ich jetzt gern noch gewusst, überall, also damals war Aufbruch. Damals war Aufbruch. Und heute? Ja, heute ist, um das mal bescheiden zu sagen, Ernüchterung. Also wenn man Euphorie und Ernüchterung nimmt. Und die manchmal Gestalt eines Scherbengerichts hat. Oder einer Ratlosigkeit auch. Wie der Zustand überhaupt zu beurteilen ist. Und man kann jetzt natürlich zum einen die Versäumnisse mal aufzählen. Also zu den Versäumnissen zähle ich, dass in der Zeit der Euphorie, wenn man das als die Zeit der höchsten Erregung bezeichnet, keine wirkliche Zeit für eine geduldige Prüfung, so im Sinne, übrig da war. Die wurde einfach nicht gewährt. Und das hat sich fürchterlich gerecht letzten Endes. Und was heute da ist, ist sozusagen eine Verwerfung, über die man jetzt zu rätseln beginnt. Verwerfungen politischer Art, Verwerfungen sozialer Art. Und vielleicht ist auch etwas spürbar geworden, nämlich das, was man zwar wusste, aber man glaubte, das Wissen sozusagen nicht für relevant halten zu müssen, dass zwei sehr unterschiedliche Gesellschaften im Osten und im Westen entstanden waren nach 1945. Und die in ihrer Unterschiedlichkeit, also in ihrer klassenartigen Zusammensetzung, so unterschiedlich waren, dass man eigentlich, wenn man Soziologie studiert hätte, sage ich jetzt mal, nicht mal Politologie, schon hätte ahnen können, das ist ein extrem schwieriges Unterfangen. Ja? Also das heißt, das ist eigentlich das, was heute sozusagen einem vor einem aufsteht, und das wäre jetzt mal zu prüfen, in welcher Form wir das heute diskutieren können. Und das hat fatalerweise heute allerdings den Beigeschmack, dass man sagt, wir haben gar keine Zeit mehr, das noch mal in Ruhe zu diskutieren, sondern wir müssen politisch handeln. Was haben wir, also Frau Hensel und Herr Krampitz, was haben wir denn dann erreicht? Was ist das, von dem wir sagen könnten, dass wir es erreicht hätten? Ich würde ja ungern, also ich
Ich mag den Begriff der Ernüchterung nicht so sehr, weil ich vermuten würde, es ist ein Begriff aus westdeutscher Perspektive gedacht, der Begriff. Wir haben es mit Realität zu tun. Wir schauen im Prinzip, wir haben endlich die Fenster aufgemacht, die kalte Luft strömt rein. Jeder, der den Osten kennt, da sage ich jetzt wiederum alle, okay. Aber jeder, der den Osten kennt und jeder, der in den letzten Jahrzehnten im Osten unterwegs gewesen ist, weiß, dass es dort immer Frustrationen gegeben hat, dass es immer, je mehr man in den ländlichen Raum gab, immer mehr Menschen gab, die sich von allen Erwartungen und positiven Gefühlen gegenüber Institutionen, also Parteien, also Medien, im Prinzip verabschiedet hatten. Und nach 2015, nach dem Rechtsruck in Teilen der ostdeutschen Gesellschaft, der sichtbar geworden ist, ist etwas endlich verortbar geworden und ist politisch sichtbar geworden, was es in allen Nachwendejahrzehnten gegeben hat. Deswegen, wer hier von Ernüchterung spricht, hat die Realitäten lange nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Es hat sich eine Realität sozusagen überdeutlich vor uns aufgebaut, die immer da gewesen ist und mit der wir jetzt, und das halte ich tatsächlich für einen Fortschritt, wenn ich so sagen will, mit der wir jetzt umgehen müssen, die wir besprechen müssen, die wir nicht mehr ignorieren können. Und das ist die ostdeutsche Gesellschaft betreffend unbedingt ein Fortschritt. So sehr ich diesen Rechtsruck verdamme und so sehr ich ihn für alles kritisiere, was er uns auf die politische Tagesordnung hebt, so sehr halte ich die pure Existenz für durchaus positiv. Darf ich noch mal scheu auf meine Frage zurückkommen? Was ist dann erreicht? Also wir lassen jetzt die frische Luft hinein. Wir 2015. Reden über Dinge, über die wir lange über die wir lange nicht gesprochen haben. Man kann das ja immer so schön sehen. Angela Merkels Rede zum 3. Oktober in diesem Jahr. Ich glaube, das war seit langem mal wieder eine Rede zum 3. Oktober, die man anhören konnte. Mhm. Wir haben da ein Theater inszeniert. Und insofern sind Begriffe wie Lügenpresse beispielsweise, ich kann das nachvollziehen. Ich kann nachvollziehen, warum Pegida einen Begriff wie Lügenpresse, warum sie den erfolgreich etablieren konnte. Das sagen uns auch medienwissenschaftliche Studien. Ostdeutsche Regionalzeitungen haben in den Nachwendezeiten sozusagen aus westdeutscher Perspektive auf ostdeutsche Realität geschaut. Das heißt, auch deswegen sind Begriffe wie Lügenpresse erfolgreich. Ja. Und diesen Fragen müssen wir uns stellen und der Rechtsruck zwingt uns dazu. Nur damit ich es besser verstehe. Also Sie glauben, dass indem wir jetzt über, sagen wir so, dieses Phänomen Autoritarismus reden haben, ist das, also wir öffnen jetzt die Fenster und reden über das, was wir unter Autoritarismus verstanden haben, immer schon verstanden haben und jetzt auch verstehen. Ist das würde ich nicht so sagen. Ich würde sagen, wir reden zum ersten Mal über diese 90er Jahre. Das will ich sagen. Und der Rechtsruck zeigt uns jene Risse der ostdeutschen Gesellschaft, die all jene, die sich damit befasst haben, immer schon gesehen haben und die aber doch von großen Teilen der Mehrheitsgesellschaft ignoriert worden sind. Liebe Kollegen, Sie werden mir nachsehen, dass ich mich nicht weiter verhalten will, nur sagen möchte, dass ich aus meiner Warte den Begriff der Lügenpresse ablehne. Sie werden das verstehen. Aus moralischen Gründen können Sie das auch gerne tun. Ja, ich darf das überhaupt gerne tun. Ich will nur sagen, dass ich mich damit nicht gemein machen möchte. Ich will auch gar nicht weiter darüber diskutieren. Ich verstehe, warum dieser Begriff erfolgreich etabliert werden konnte. Das heißt nicht, dass ich ihn verteidige. Ich wollte mich auch mit dem, ich wollte es nur einmal gesagt haben. Das Erreichte, Herr Krampitz. Also ich habe jetzt ein schönes Leben. Ich habe eine Freundin aus dem Westen. Das ist eine ganz wunderbare Familie, die kommen aus Baden-Württemberg. Ja, also ich lebe im Prenzlauer Berg, meine Freundin ist aus Baden-Württemberg, ich gehe mit der Zeit. Das hat mein Leben bereichert. Also ich hätte mir vielleicht ein paar mehr Chancen erhofft, aber das war ja dann, das Schlimme ist ja die 90er, es hat einen Elitenwechsel gegeben. In der Zeit hatte ich noch nicht mal Abitur, das habe ich dann nachgeholt. Ich hatte so einen ganz lumpigen Fachschulabschluss, staatlich geprüfter Betriebswirt.
Und damit konnte man nichts werden. Und das, was wir da erlebt haben, ist das aus dem Westen so Leute rübergekommen sind und gerufen worden, die eben drüben nicht so Karriere gemacht hatten. Und bei vielen hat man dann auch gewusst oder gedacht, das war vielleicht auch ganz gut so, dass ihr noch keine gemacht habt. Und dann sind einfach die ganzen coolen Jobs, die waren dann einfach mal besetzt. Da sind 40.000 Spitzenjobs in den 90er Jahren von Westdeutschen besetzt worden, wenn die an den Universitäten, die Professoren, die da gerufen worden sind, die haben ja dann auch noch ihre Assistenten mitgebracht und ihre Doktoranden. Da ist dann vorbei. Ich habe neben der Arbeit für eine Obdachlosenzeitung, ich habe Geschichte studiert, dann Schwerpunkt DDR-Geschichte, das hat da an der Humboldt-Uni keinen interessiert. Da gab es dann einen Professor, der außerplanmäßig, der da noch da war, der hat das gemacht, bei dem durfte ich da noch, aber es war kein ordentlicher, der hatte Gerd Dietrich, der jetzt die Kulturgeschichte der DDR gemacht hat, also mit der DDR-Geschichte, ich war bei, wie heißt der, Heinrich August Winkler, war ich mal in dem Gespräch, also in einer Sprechstunde, wollte meine Magisterarbeit zur DDR schreiben, zur Kirche in der DDR, der hat mich vor die Tür geschickt, der hat gesagt, tun Sie was anderes, das war eine Fußnote. Ja, so ist das behandelt worden, das Thema. Man hat dann ist das heute anders? Also ich meine, in ostdeutschen Universitäten gibt es, glaube ich, eine, die von einem Das ist doch das Tolle, wir sind doch zum ersten Mal. Nach 30 Jahren kommen erstmal auch die Ostdeutschen miteinander ins Gespräch. Ja, das war ja vorher nicht, als die Wiedervereinigung kam. Da ist ja ein Deckel über ganz viele offene Konflikte gelegt worden, die nicht mehr gelöst worden sind, die nicht mehr geklärt worden sind. Also wir haben jetzt so ein Buch von Steffen Mau, von diesem Soziologen, Lüden Klein heißt es. Mhm. Ja, und da beschreibt er gleich am Anfang, das kann eine Situation sein, dass ein Mensch, der im Gefängnis gesessen hat wegen versuchter Republikflucht, dass der jetzt in der S-Bahn sitzt und ihm gegenüber sitzt sein ehemaliger Vernehmer von der Staatssicherheit und die fahren beide gemütlich nach West-Berlin über den alten Mauerstreifen und der Vernehmer, der kriegt jetzt eine relativ gute Rente und das Opfer hat das Nachsehen, die haben alle soziale Probleme und das ist die beiden sind ja nie ins Gespräch gekommen, das ist ja nie ausdiskutiert worden, was da passiert wurde. Ja. Was da passiert ist. Und jetzt ist zum ersten Mal so, dass auch eine Sachlichkeit eingezogen ist, dass nicht mehr ganz so viel über mit Schaum vorm Mund diskutiert wird zur DDR. Also ich sage, dass die DDR-Geschichte ist eigentlich 30 Jahre grundsätzlich falsch erzählt worden. Können Sie darauf direkt reagieren? Oder? Dass da nur über Diktatur, dass die DDR nur auf Stasi und SED reduziert wurde und dass das Leben, das ist eben auch ein falsches Leben, nee, ein richtiges Leben im falschen Garten. Ja, das ist nicht. Wir wollten noch nicht über Unrechtsstaat reden. Nee, reden wir auch nicht. Nein, wir blenden das aus, aber ich sage, jetzt ist da ein ganz neuer Ton. Obwohl es, genau, also ja, obwohl wir erinnern uns, wir hatten auch schon mal eine Phase um das Jahr 2000, als Filme wie Sonnenallee, Goodbye Lenin herauskam, hatten wir schon mal eine Phase. Halbe Treppe von Andreas Dresen ist ein Film, der zumindest sozusagen die Nachwendezeit. Ich würde ja hinzufügen, wir haben es mit einem Generationswechsel zu tun, derer, die sprechen. Ich sehe das im Journalismus, ich arbeite bei der Zeit, wir sind sehr viele Leute, sind wir viele Leute. In den Zeitungen war es in den 90er Jahren so, es gab quasi einen Ossi, den man einstellte. Das war im Alexander Osang beim Spiegel, das war der Kollege Diekmann bei uns, bei der Zeit. Heute sind wir 7 oder 8 Leute, das heißt, wir sind eine eigene Community. Wir sprechen die Themen untereinander ab. Dadurch entsteht eine Vielstimmigkeit und wir sind nicht mehr
Wir sprachen kurz darüber, ist die DDR ein Unrechtsstaat? Offen gestanden, das interessiert mich nicht mehr. Das habe ich vor 20 Jahren in der Schule gelernt, da kann ich einen Haken hintermachen. Das betrifft mein Leben nicht mehr. Ich möchte mich in aktuelle Debatten einschalten. Und da reden wir eben über Ostdeutschland. Und wenn Sie fragen, interessieren sich Wissenschaftler dafür? Darauf will ich zurückkommen. Ja, es gibt eine, ich sehe das, die melden sich bei uns mit ihren Themen, die veröffentlichen, die publizieren. Es gibt eine junge Generation von heute 30-jährigen, 35-jährigen Nachwuchswissenschaftlern, die beugen sich über diese 90er Jahre mit dem Verdacht, dass sie diese Geschichte aufarbeiten müssen. Dass sie sehen müssen, was ist damals wirklich passiert. Und das halte ich, das tun die nicht nur für sich selbst, sondern das tun sie auch in einer Art Erbschaft ihrer Elterngeneration gegenüber. Und ich halte das für einen ganz wichtigen Impuls. Verstehen Sie diejenigen, die sagen, Minderwertigkeitsgefühle, wie sie übrigens bei Schwarzberg auch immer mal wieder auftauchen, also in den Gesprächen, Minderwertigkeitsgefühle verflüchtigen sich im Gegenteil, sie werden zu Superioritätsgefühlen, denn ihr im Westen, ihr Westler, ihr Wessis, könnt gar nicht verstehen, wie dieses Leben, das wir gelebt haben, mit all den Brüchen, mit dem, was wir leisten mussten, wirklich gewesen ist. Dass umgekehrt so eine Exklusion stattfindet, also ihr könnt das nicht wissen, wir wissen es besser. Also dass das jetzt auch statuiert wird. Und das ist natürlich dann durchaus selbstbewusst. Ich glaube, es geht nicht nur um, ob man es weiß oder nicht weiß, sondern die Frage davor ist noch, wollte man es überhaupt wissen? Gab es überhaupt ein Interesse daran, es wissen zu wollen? Ich glaube, das war unterausgeprägt. Ja. Es gibt so ein signifikantes, kleines Mosaiksteinchen, aber was einen Lichtschein auf den Ist-Zustand wirft. Jana Hensel hat eben von Andreas Dresen geredet. Der hat ja diesen, wie ich finde, höchst bemerkenswerten Gundermann-Film gedreht. Den hat er in Senftenberg auf der Freilichtbühne aufgeführt. Danach haben 600 Leute auf den Bänken gestanden, begeistert Beifall geklatscht. Und der Einladende hat Andreas Dresen auf der Bühne gesagt, das ist der erste Film, von dem wir uns verstanden fühlen, nach 30 Jahren. Das ist doch alleine schon ein Zeichen, dass irgendwas nicht ausgesprochen wurde. Zweiter Punkt, ich finde es, Jana Hensel hat es ein bisschen drastisch gesagt, aber ich finde es auch fatal, dass der Beginn eines hoffentlich und vielleicht endlich ehrlichen und offenen Gesprächs, ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir das jetzt aus diesem, wie es neudeutsch heißt, Momentum in Deutschland auch zwischen Ost und West hinkriegen. Dass aber der Trigger, der Auslöser, die Erfolge der AfD waren. Und dass wir das brauchten, ist ein Armutszeugnis für die Gesellschaft, für die Verfasstheit der Gesellschaft. Und das tut mir auch ein Stück weh. Und einen letzten Satz gestatten Sie mir noch in dem Zusammenhang, weil eben so die Hoffnung kam, jetzt junge Wissenschaftler sind da agiler und aktiver. Und wir haben ja vorhin schon gesagt, wie der Elitentausch stattgefunden hat. Warum ich glaube, dass wir jetzt, auch wenn wir Erkenntnisse gewinnen, auch wenn wir ehrlicher miteinander werden, auch wenn die Bilder klarer werden, werden wir ganz lange brauchen, aus teilweise ganz profanen Gründen, übrigens, dass die DDR, da wird immer gesagt, Mensch, das ist jetzt 30 Jahre vorbei. Wir haben danach, ich wiederhole das nochmal, 15 Jahre eine Zusammenbruchsgeschichte gehabt, die mehr DDR erzeugt hat in der Community, die das ausgehalten hat, als die Jahre davor. Jens Reich hat gesagt, so viel DDR war noch nie. Wie danach, weil wenn du das erlebst, dass um dich herum alles zusammenstürzt, dass keine Lebenserfahrung mehr was wert ist, dann schweißt das zusammen. Deshalb hat die DDR an sich diese Zusammenhalt nicht aufgehört. Und ich will den Satz, gestatten Sie mir noch, warum ich glaube, dass es lange dauern wird. Weil es gibt dieses Naturgesetz, habe ich selber auch nicht so gekannt, erkannt und nee, auch, wir haben wir alle nicht hinreichend beachtet. Wir werden mit diesem Elitenwechsel, der in Ostdeutschland einzigartig ist, den es auch nicht in Polen gibt, nicht in Bulgarien und nicht in Rumänien, weil die hatten ja kein Westdeutschland, wo die Eliten herkommen konnten. Damit werden wir noch ganz lange zu tun haben, weil Eliten rekrutieren sich immer nur aus Eliten. Können ja dagegen was tun, Herr Patzek. Deshalb wird der Wechsel und die Normalisierung, ich meine, wenn wir Frau Wanka, feiern, als sie Ministerin wurde in Niedersachsen, die bisher einzige Ostdeutsche, als eine tolle Integrationsleistung, dann sagt das schon alles, auf welchem Weg wir uns noch begeben müssen. Ne? Ich versuchte auf einen Pfad zu kommen, der sagt, aber Frau Hensel kriege ich bestimmt eine drastische Antwort, vermute ich, wir haben jetzt keine Geduld mehr mit euch.
Also. Wer sagt das? Augenblick. Die Ostdeutschen, die Menschen, die gebrauchten DDR-Bürger, wie Lothar de Maizière sagt, sowohl als auch gebraucht, aber auch die junge Generation. Ihr habt jetzt 30 Jahre Zeit gehabt, ihr im Westen, uns zu verstehen. Ihr habt es nicht verstanden, jetzt sagen wir euch, was ihr zu verstehen habt. Ist das ein Theorem oder ist das Quatsch? Oder kann man, wird das gelebt, auch bei den Jüngeren? Sie sagen, es sind jetzt 7, wir setzen die Themen. Das ist ein ich könnte jetzt sagen, zugespitzt, um diese radikale Antwort zu bekommen, da sitzen 7 zusammen, das ist Ostdeutsch, und die sagen, pass mal auf, wir machen die Geschichte, denn die anderen, ihr versteht das nicht, wir machen das jetzt mal so. Ist das so? Und ist das gut, wenn es so ist? Ja. Vielleicht muss es auch so sein, ja, vielleicht haben so wir es nicht besser verdient. So ist es, aber die Westdeutschen sitzen doch auch zusammen und machen ihre Geschichten. Nur ist die westdeutsche Perspektive, bleibt die unmarkierte, während die Ostdeutsche die immer markierte wird. So ist es ähnlich im Verhältnis von Westdeutschen ohne Migrationshintergrund mit Westdeutschen mit Migrationshintergrund. Die einen sind markiert, die anderen werden nicht markiert. Und ich glaube, worum es geht, und da geht es den Ostdeutschen tatsächlich wie den Migranten, wir müssen stärker zu Markierungen kommen. Wir müssen das Westdeutsche markieren, das Ostdeutsche markieren, das Migrantische markieren. Genauso wie wir auch immer, also das ist ein bisschen so diese Binnen-I-Debatte, ne? Also sprechen wir Frauen auch mit Sprache an? Lassen wir Frauen sich erkennen in Sprache? Und Deutschland hat eine sehr wechselhafte, hochkomplexe, uns noch lange beschäftigende Geschichte des 20. Jahrhunderts. Nicht nur mit dem Dritten Reich, sondern der deutschen Teilung und der Wiedervereinigung. Und ich frage mich, warum es so utopisch zu sein scheint, dass wir, wenn man fordert, sich dieser wechselhaften und komplexen und historisch einmaligen und deshalb so interessanten Geschichte, wenn man sie sich in dieser Komplexität zu stellen versucht. Und dazu gehören ostdeutsche Geschichten genauso wie migrantische Geschichten. Und Herr Kastorf, lassen Sie mich sagen, ich kann mir von meiner wunderbar interessanten ostdeutschen Biografie noch keine Eigentumswohnung kaufen. Und da brechen sich nämlich die Diskurse. Da kommen wir zu der Frage, die mich offen gestanden, Herr Platzek, fast mehr beschäftigt. Ja, wir reden jetzt. Das ist schön, dass wir reden. Es ist schade, dass uns der Rechtsruck dazu aufgefordert hat. Aber die Frage ist doch, wie verändern wir die Realität? Darf ich jetzt mal? Und da würde ich sagen, schaffen Sie eine Ostquote. Setzen Sie sich ein für eine Ostquote, damit Sie endlich so etwas wie eine ostdeutsche Elite schaffen, nachdem wir sehen, dass sie von alleine nicht entstehen kann. Mhm. Das führt, ja. Sie dürfen da klatschen übrigens. Wir wissen aus Studien, dass sehr viele Ostdeutsche für eine Ostquote sind. Also zeigen Sie sich auch. Wir hätten jetzt die Chance gehabt. Nein, einen Augenblick, ganz kurz. Ich wollte Herrn Zischler auch mal wieder einbeziehen. Denn er ist ein sehr geduldiger Zuhörer. Wenn man hier so sitzt und das so hört und auch geduldig hört, ist es doch eigentlich die Frage, ob wir vor einer neuen Weichenstellung stehen. Korrekt? Also jetzt ist die Zeit, 30 Jahre nach 89, die Mauer ist gefallen. Ja, wir Westler haben es immer noch nicht verstanden. Es ist eine Ostquote notwendig. Stehen wir generell jetzt politisch, gesellschaftlich vor der Herausforderung, die jetzt auch verwirklicht werden muss, nach so vielen Jahren einer ostdeutschen Bundeskanzlerin, dass wir eine neue Weichenstellung benötigen, die das zum Ausdruck bringt, was hier eben gesagt worden ist. Denn provokant, Angela Merkel hat diese Weichenstellung nicht vorgenommen. Ein großes Versäumnis ist, sie hat niemandem zu erkennen gegeben oder hat es nicht versucht, dass sie Ostdeutsche sei. Herr Zischler. Das weißt du auch. Wie bitte? Herr Zischler. Nee, da war... Ja, das, na, dass sie eine Ostdeutsche ist, war die Kritik. Naja, sofern man annimmt, dass wir wirklich die bewussten Agenten unserer eigenen Handlungen sind, dass wir das unterstellen dürfen, was ich manchmal bezweifle. Ich wollte noch ganz kurz auf einen anderen Punkt kommen. Aber vergessen Sie das mit den Weichenstellungen? Nein, vergesse ich nicht. Ich vergesse es nicht, weil Sie eben von der Ostquote sprachen. Der Westen, Westdeutschland, hatte so gut wie keine Ahnung von der DDR, kannte die DDR nicht. Das muss man einfach mal wissen. Nein, ohne Witz. Also. Und von West-Berlin mal abgesehen, waren wir etwas privilegierter. Das hat meines Erachtens zu einer seltsamen Nichtkenntnis geführt. Das heißt, die DDR wurde behandelt wie ein Land mit Migrationshintergrund.
war ihr eigener Migrationshintergrund. Also das heißt, etwas, was sozusagen erst in die Geschichte eintreten müsste, in die Gegenwart eintreten müsste, um so anerkannt zu werden, wie das der Westen für sich beansprucht hat. Das habe ich nicht verstanden. Doch, klar. Ja, aber ich nicht. Die Unkenntnis oder die sozusagen Herablassung. Die Ostdeutschen sind erst mit dem Mauerfall geboren worden, ja, quasi. Wurden die quasi erst, haben sich erst etablieren können, sind in die Geschichte eingetreten für Westdeutschland. Aus dem schwarzen Loch gekommen. Ja, so plötzlich quasi da. Das und davor galt alles nicht. Na, es gab doch riesige Artikelserien, unter anderem in der Publikation, für die Sie schreiben, in der Zeit, Theo Sommer, andere haben großartige, riesige Stücke geschrieben, Gunter Hofmann, alles. Großartige Journalisten, und da war die DDR durchaus auch bekannt. Also ist doch nicht so. Die DDR war überhaupt nicht bekannt im Westen. Also um das mal ganz, nur ein kleines Beispiel. Rudolf Augstein ist 1982 zum ersten Mal nach Ost-Berlin gefahren, um in dem Hotel Berlin zu übernachten, und nachts um zwei hat er entsetzt dieses Hotel wieder verlassen, weil er nicht mehr eine Nacht ausgehalten hat. Nur als Beispiel. Gut. Neue Weichenstellung, darauf wollte ich noch. Ja, eine neue Weichenstellung ist geboten natürlich, also aber wenn wir wirklich glauben, wir hätten die Handlungsstränge alle in der Hand, dann würden wir uns also etwas wohl überglücklich wähnen. Es ist nur so, es ist mehr als geboten, jetzt zu handeln, parlamentarisch zu handeln, eine Öffentlichkeit herzustellen für das, was ansteht. Sie sagen eben, Angela Merkel hat sich nicht als Ostdeutsche zu erkennen gegeben. Ich würde das bezweifeln. Die Tatsache, dass sie in ihrer protestantisch unterkühlten Art es ihr gelungen ist, als Frau dieses Land so zusammenzuhalten, wie das bisher und der Hass bestätigt das nur. Der Hass auf sie bestätigt das nur. Dass es ihr gelungen ist, das Land so zusammenzuhalten, wie es immer noch zusammenhält, ist eine ungeheuerliche Leistung für mich. Muss ich wirklich sagen. Also da, ob Sie sich, schauen Sie her, für mich ist ein ganz anderes Beispiel, was Herr Gauck, der immer sozusagen von sich selbst euphorisiert ist. Ja, es tut mir leid. Auch Kapital verspielt hat. Ich will jetzt überhaupt keine abschließende Vorstellung oder entwickeln, wie Angela Merkel zu beurteilen ist. Aber ich glaube nur, dass die in der Phase, in der sie als Bundeskanzlerin agiert hat und bis hin zu jetzt zur Großen Koalition etwas noch zusammenhält, was tatsächlich außerordentlich schwierig ist, wie ich mir vorstellen könnte, dass es Schröder nicht mehr gelungen wäre. Also ich versuche das jetzt mal festzuhalten. Wie können wir zu dem kommen, was hier, also was Frau Hensel sagt, also Ostquote, zu neuer Weichenstellung. Das wäre ein gutes Stichwort jetzt, da wollte ich gerne. Ja, genau, deswegen wollte ich zu Ihnen kommen und sagen, helfen Sie mir, wie soll das gehen? Ich meine, was ist jetzt praktisches Handeln? Wie geht das? Ich meine, vor dem Hintergrund, dass Angela Merkel diese Form von offenkundig vermisster Führung hat vermissen lassen. Also erstmal wollte ich ergänzend hinzufügen, Angela Merkel ist ja in Hamburg geboren. Aber und das ist ja eine spannende Geschichte. Wie ist denn diese Familie nach Ostdeutschland gekommen? Ja? Also die Rote Kirche, CDU. Die Kirche hat in den 50er Jahren Pfarrer ermutigt, in die DDR zu gehen. Habe ich kennengelernt. Also, und das war dann in den 60ern nicht mehr möglich. Und welche Rolle hat dann der Vater dort gespielt? Der war zum Staat loyal, war aber auch kritisch. Aber das ist so, also ich denke eben, dass gerade im kirchlichen Bereich, die haben sehr wohl über die, also die Westkirche hat sehr wohl Bescheid gewusst über die DDR, weil sie haben ja die DDR-Kirche finanziert. Dass diese volkskirchlichen Strukturen überlebt haben, das ist der EKD in Westdeutschland zu verdanken. Wir werden nie erfahren, wie viel Geld da jedes Jahr, das waren Milliarden, die darüber geflossen sind. Da gibt es Berichte, wo die Rentner mit Geldpaketen rübergeschickt haben. Dann also aber das war 10 in Ostgeld umgetauscht und so. Und, aber wir müssen die Geschichte, ja, die DDR-Geschichte, muss als Teil der deutschen Geschichte gesehen werden. Also wir verstehen die westdeutsche Geschichte nicht wirklich, wenn wir die DDR-Geschichte nicht kennen. Ja? Also wir haben in der Bundesrepublik Deutschland bis 89 wäre niemand auf die Idee gekommen, sowas wie Hartz IV einzuführen. Damals wollte der Kapitalismus noch anständig sein.
noch besser, das bessere System. Das haben die sich erst getraut, als diese Korrektiv weg war. Also bei allen Tarifverhandlungen hat da immer noch ein unsichtbarer Tarifpartner mit am Tisch gesessen. Und das war die DDR. Und zur Quote, ja, jetzt arbeite ich hier mein Programm ab, es hat ja mal eine Ostquote gegeben. Ja, das fand ich total spannend. Haben wir bei der Recherche für unser Theaterstück entdeckt. Ich muss deshalb nachher auf der Bühne stehen, weil ich das geschrieben habe. Das gab eine Ostquote und zwar bei Hans Rosenthal in seiner Radiosendung Das Sonntagsrätsel. Mhm. Ja, da musste man dann immer irgendeinen Begriff erraten an der Musik und so. Und dann sind die Hörer aufgerufen worden, das richtige Wort zu schicken. Ja. Und dann ist immer eine Adresse für die DDR-Bürger, so eine, dass die Stasi hat man es auch nicht so leicht gemacht, da haben immer irgendwelche Bürger ihre Adresse hergegeben und dort ist dann die Ostpost in Empfang genommen worden und zum Sender gebracht worden. Und es hat in jeder Sendung, hat's immer, von den drei Gewinnern war immer ein DDR-Bürger. Ja? Also da war dann immer der letzte Satz und das ist einer aus dem Osten. Und das waren 100 Mark. Also das ist viel Geld gewesen. Das war eine Ostquote. Also die haben offenbar einen extra Lostopf gehabt. Macht das ganze Land zu einer funktioniert. Macht das ganze Land zu einer Radiosendung. Auch nicht schlecht. Das war so, jetzt der Politiker, der gewesene, aber doch immer noch im Herzen politisch Seiende. Ich will den Faden nicht ganz verlieren. Also wie war das? Die Wahrheit ist konkret, Genossen, sagt die allseits beliebte Bundeskanzlerin. Und deswegen schaue ich den Genossen an. Wie kann man das, was sich hier deutlich zeigt, also dass sich etwas verändern soll, brauchen wir eine Wahrheit? Ich nenne jetzt mal ein paar Begriffe. Sie können ja sagen, ja oder nein, ist verrückt. Brauchen auch wir eine Wahrheitskommission? Oder brauchen wir jetzt endlich eine Diskussion über eine neue Verfassung, die dann am Ende wirklich zu einer neuen Verfassung führt? Übrigens, ein Verfassungsanspruch steht im Grundgesetz drin, weiß nur keiner mehr. Wie Sie es vorhin mal so sanft erwähnt haben, müsste eigentlich geschehen. Brauchen wir das, um das große Gespräch der Gesellschaft 50 Jahre nach der Kanzlerschaft von Willy Brandt, nicht wahr? Das große Gespräch der Gesellschaft 1973 in Bad Segeberg erfunden in einer Rede. Brauchen wir das jetzt? Und dann kann man diese ganzen Geschichten einfügen. Ist es das? Also ich bin ja ein nüchternerer Mensch, bin von Beruf Ingenieur und deshalb versuche ich auch mal, dass... Auch noch Kybernetiker. Ja. Noch mehr biomedizinischer Kybernetiker. Ja, aber es hat alles was mit klaren Bildern zu tun. Ja, ja. Juristen haben ja die Eigenschaft, die können ja zum selben Sachverhalt fünf verschiedene Lösungen finden. Das gibt es da nicht. So, und ich habe deshalb... Ich könnte jetzt auf die Frage neue Weichenstellung, und ich sage gleich, wie ich es mir vorstelle, klassenkämpferisch antworten, das wird deshalb schwierig, weil ihr habt die Produktionsmittel, ihr habt das Eigentum an Grund und Boden und ihr habt die Medien. Deshalb wird es ganz schwierig, eine neue Weichenstellung vorzunehmen. Weil das ist alles im Osten nicht vorhanden. Das muss man mal ganz nüchtern nach 30 Jahren sagen. Aber wenn wir, ich bin, liebe Frau Hensel, deshalb nicht für die Ostquote, auch hat wieder was mit Nüchternheit zu tun, weil ich jetzt schon weiß, und ich habe ja viele Debatten mit Frauke Hildebrand schon hinter mir und mit anderen, weil ich jetzt schon weiß, dass in der Verfasstheit, und da bin ich ja nicht unfroh, dass wir eine rechtsstaatliche Verfasstheit haben, kriegst du es heute nicht mehr sortiert und auch nicht mehr organisiert. Sie haben gerade gesagt, Juristen kommen immer zum Ziel. Ja, ich lasse mich da gerne belehren, aber ich glaube nicht. Was ich aber glaube, lieber Herausgeber ist und Moderator, ist, dass wir jetzt eine einmalige Chance hätten, gesellschaftlich, endlich, weil ich glaube weder an Wahrheitskommission noch an all das. Das ist alles nach hinten. Das ist für Historiker, hilft uns aber nicht. Was uns jetzt helfen würde, was der Gesellschaft helfen würde, jetzt. Ich will Ihnen ja was geben, ja. Ist, dass wir im Moment, das hat was mit Klimawandel und vielen anderen Dingen zu tun, 3, 4 wahrscheinlich komplett neue Wirtschaftsgebiete in dieser Gesellschaft etablieren werden. Wir haben bisher, ich sage dir auch gleich kurz, wir haben bisher im Aufbau Ost Thema immer gehabt, dem Westen hinterher und halb so gut werden wie der Westen. Aber wir waren immer hinterher. Wir haben nur eine Chance, wir haben nur eine einzige Chance, um das ganze Ding ins Positive zu drehen. Wenn die Regierung jetzt erkennt, dass sie auch dazu da ist, strukturelle Entscheidungen zu treffen und Strukturpolitik zu machen, und wenn man neue Wirtschaftsgebiete, die Wasserstofftechnik und so, die sich im Moment aus dem Nichts entwickeln,
Da könnte man jetzt mal sagen, nicht mehr Aufbau Ost hinter dem Westen hinterher, sondern wir verschaffen euch jetzt mal einen strukturellen Vorsprung, okay, wo der Westen dann hinterherkommen muss. Wenn das gelingen würde, dann, glaube ich, käme es auch zur Aussöhnung. Dann würde sogar das Elitenproblem sich irgendwann reduzieren und erledigen. Aber wenn wir die Chance vergeigen, dann haben wir das ganze Jahrhundert, die Wahlgrenze noch an der Zonengrenze, wird sich immer abbilden. Also Vorsprung Ost vor Aufbau. Ja, überholen Ost, ohne einzuholen. Ja, genau. Jetzt müssen wir es endlich machen. Jetzt müssen wir es endlich machen. Ja, ich auch noch was, was ich mache. Unbedingt. Vielleicht machen wir hier auf diesem Podium eine letzte Runde, weil der Herr Krampitz auch gleich los muss. Ne? Ich habe schon unauffällig auf, ja, ich gucke unauffällig auf die Uhr und denke, oh, oh, oh. Jeder möge einen Wunsch äußern, der vielleicht sogar auch eine Forderung sein kann oder eine Idee für das, was geschehen soll. Also wir fangen bei Herrn Zischler an und gehen hier so rum und dann kann man das auch noch einflechten, Frau Hensel, was Sie sonst noch sagen wollten zu diesem Thema. Übrigens, das ist Thomas Kralinski, auch ein Schüler von Matthias Platzek, der das bereits vor, naja, ungefähr einem Dreivierteljahr im Tagesspiegel gefordert hat. Vorsprung Ost, großer Artikel. Ich dachte, es werde ein Raunen durch den Blätterwald gehen und die Leute würden sagen, das ist aber eine Idee. Ich dachte, der Ministerpräsident des Landes Brandenburg, den Sie vorgeschlagen hat, der würde sich das zu eigen machen. Ist nicht geschehen. Jetzt Herr Zischler. Ist nicht. Sie haben ihn, ne? Es ist, er kann es nicht lassen. Nee. Ist eigentlich sehr bescheiden. Ich wünsche mir eigentlich nur eine wiederkehrende öffentliche Debatte, vor allem im Parlament, über die anstehenden Fragen. Also das heißt nicht nur, dass man immer reagiert auf eine Wahlniederlage oder ein Defizit, sondern dass man quasi von sich aus bestimmte im Raum stehende Fragen, also politische Fragen, jetzt zum Beispiel dieses Rechtsruck, dass das im Parlament, das Parlament seine eigene Öffentlichkeit wieder zurückgewinnt. Das heißt, im Moment scheint es mir so zu sein, dass man nur immer nur auf Brennpunkte reagiert oder kurz auf Krisen reagiert und dass es nicht von sich aus eine souveräne Form der Verlautbarung ist und auch der Debatten. Das ist eigentlich sehr simpel, was ich sagen will. Zu Aber Kirchen so wollte ich noch was sehr sagen. Schwierig, Händel. Ja, ich denke, dass wir mit Reden gar nicht weiterkommen. Ich glaube, das Fenster des Redens wird sich bald schließen. Ich glaube, wir müssen was tun, genau wie Herr Platzek das sagt. Ich glaube, wir brauchen im Prinzip radikale Lösungen für den Osten. Wir müssen uns noch mal überlegen, wie können wir Vermögen von West nach Ost sozusagen wieder verteilen. Zum Beispiel eine Frage wie das Ehegattensplitting ist eine Steuer, die zu 90% sozusagen einer westdeutschen Realität dient, die aber vom Osten genauso bezahlt wird wie vom Westen. Wir müssen über diese Ostquote reden, weil wir sehen, Eliten reproduzieren sich aus sich selbst heraus. Die Zahlen von ostdeutschen Führungskräften gehen nicht nach oben, sondern sie gehen zurück. Wir müssen im Osten, Herr Platzek, das wissen Sie, wir müssen über Einwanderung sprechen. Weil wir diesen Fachkräftemangel, der auf uns zukommt, gerade die Situation im ländlichen Raum noch verschärfen wird. Es gibt also eine ganze Menge an im Prinzip, wir müssen was tun. Wir müssen, Politik muss handeln. Wir haben lange Zeit nicht gesprochen. Jetzt sprechen wir seit ein paar Jahren und jetzt müssen Sie was tun. Herr Krampitz. Ja, jetzt mache ich mir gerade Notizen, was ich sagen wollte. Na, ist egal, dann sage ich sofort. Also, zwei Sachen. Die Wahrheitskommission, ja, ich hätte es sehr gut gefunden, wenn SPD und Linke einen gemeinsamen Historikerkreis irgendwie gefunden hätten. Gerade in dem Jahr, 100 Jahre Novemberrevolution, ja, dass man über das erzählt, was in den letzten 100 Jahren, also sich darüber austauscht und über die Brüche und dass man da irgendwie zusammenkommt. Ja. Das wäre ansonsten halt die von so einer. Und dann hätte man auch über die DDR sprechen können. Das ist ja sehr interessant, gerade die SPD-Geschichte in der DDR. Ja, die ja in Ostberlin waren die sehr lange noch erlaubt. Oder sie wären ja all die Jahre erlaubt gewesen. Ja, es hätte ja jederzeit in Ostberlin jemand eine SPD-Ortsgruppe gründen können. Ja. Ist ja nicht passiert. Aber ist egal. Also von wem das wäre. Das hätte ich schon, das wäre so ein interessantes Projekt, könnte das sein. Und das Zweite ist eben, wir müssen unbedingt, da muss irgendein Weg gefunden werden, um zu verhindern, dass die AfD jetzt kommt mit einer Enquete-Kommission zur Treuhand, das zu fordern.
Also es braucht irgendeine Aufarbeitung zu dem, was zu diesen sozialen Verwerfungen und all das, was in den 90ern geschehen ist. Und das muss von den demokratischen Parteien kommen, um denen erst gar nicht diese Möglichkeit zu geben. Die sind jetzt in den Startlöchern und da wird dann, die haben schon sehr viel Hass produziert, aber das wird noch mehr. Wenn das jetzt kommt, jetzt sind die Treuhandakten sind jetzt 30 Jahre, Sperrfrist ist rum, da geht jetzt demnächst was los. Und dann müsste eigentlich von der CDU müsste eine Initiative gestartet werden. Kommt, wir machen hier mal eine, und wenn wir eben eine Enquete-Kommission machen mit allen Parteien, aber das muss von anderen kommen, da muss was geschehen. Vielen Dank, dass Sie mir den Begriff der Wahrheitskommission gefüllt haben. Denn Tatsache ist, das ist ja so, genau darum kann es gehen. So, haben wir noch Zeit für zwei Fragen, drei Fragen? Schaffen wir das noch, Herr Krampitz, wenn jetzt eine Frage an Sie kommt? Jeder darf sich was wünschen. Ja. Sie haben sich ja schon was gewünscht. Ich habe mir schon was gewünscht. Ja, Sie hatten das erste Wort, aber Sie können sich jetzt noch was wünschen. Sonst wünsche ich mir was auch von Ihnen. Kommt noch, pass mal auf, kommt noch. So, jetzt zwei, drei Fragen noch, wenn es wirkliche Fragen sind und Sie Ihren Namen nennen, dann komme ich zu Ihnen, wenn Sie mir jetzt mal eben aufzeigen wollen und dann adressieren wir die Frage und dann gibt es Fragen. Wollen wir? Gut, wer möchte? Ja, gut. Aber Sie haben doch gesagt, Sie wollen uns mit einer Frage überraschen, Herr Kastorf. Welche war das denn jetzt? Ja, das war die Frage mit dem ostdeutschen Selbstbewusstsein, dass das Westdeutsche weit überwölbt, sodass wir Minderwertigkeitsgefühle bekommen, weil wir einfach nicht wissen, wie es im Osten so war. Und Sie sagen uns, jetzt reicht's mal. Ich erkläre dir jetzt mal, wie das im Osten war. Und so hast du das dann zu sehen. Darauf habe ich eine Antwort bekommen. Dazu die habe ich so eingebettet. Okay, dazu zum westdeutschen Minderwertigkeitsgefühl. Kann ich ja mal recherchieren, wie weit das... Der Gewinn an ostdeutschem Selbstverständnis und Selbstbewusstsein führt dazu, dass ich möglicherweise Westdeutsch... Weiß ich nicht. Eine Frage, ich habe keine Antwort. Also ich glaube, wenn Westdeutscher Minderwertigkeitsgefühle zeigt, verstellt er sich. So, nach diesen aufbauenden Worten zeigt mir das, an Scheidewegen stehen keine Wegweiser, hieß es am Anfang, Charlie Chaplin, vielleicht war da heute ein kleines Schild. Ich habe ihn doch ganz kurz am Anfang... Diesen Menschen, der mit Bärbel Bohler, Jens Reich, Joachim Gauck, der vorhin geschmäht wurde, Joachim Gauck und Augenblick Bohler, Gauck, Konrad Reich, Weiß. Konrad Weiß und anderen, ja, Bohler, war noch jemand. Wolfgang Ullmann im Parlament gesessen hat, aber auch im Brandenburgischen Landtag gesessen hat, mit ganz herausragenden Menschen gesessen hat, das ist also ein wandelndes Institut für Zeitgeschichte, dem wollte ich noch sagen, Odo Marquardt, ein Philosoph, der die Schönheit im Unvollkommenen gesehen hat, ja, der immer gesagt hat, du musst die Schönheit im Unvollkommenen sehen, denn sonst wirst du immer unzufrieden sein und nur wenn du nach dann wirst du sehen, dass du Vollkommenheit ja auch anstreben kannst. Von dem stammt der schöne Satz, für zu viel Veränderung ist das Menschenleben zu kurz. Wir haben einfach nicht die Zeit, auch nur die meisten Dinge unseres Lebens neu zu ordnen. Ja, so ungefähr ist es dann auch hier. Ich will nur sagen, wenn wir Bürgerbündnisse für freie Wähler geschaffen hätten, viele, dann wäre vielleicht vieles anders gekommen. Und damit sind Sie bei Ihrem letzten Wunsch. Denn Sie kommen eigentlich aus einem Bürgerbündnis für freie Wähler. Also ich wollte vorhin eigentlich noch mal, ich versuche es wirklich kurz, ich weiß, dass das mir schwerfällt, Frau Hensel antworten, warum bin ich gegen manche dieser Vorschläge so gut, ich sie im Herzen eigentlich finde. Weil ich ganz klar die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag sehe. Ich war jetzt gerade in der SPD-Bundestagsfraktion, die 10 Ostdeutschen, 13 sind es wohl. Das ist so wenig, das ist so gering. Die kriegen dort für Dinge, die schon geregelt sind, keine Mehrheiten, um zu sagen, weil es aus ostdeutscher Sicht gut wäre, stimmt mal so ab. Und deshalb bleibe ich dabei, dass wir uns auf Gebiete stürzen müssen, wo noch nichts verteilt ist, wo man noch niemandem was wegnimmt, weil wir kriegen nichts anderen weggenommen. Dafür kriegst du keine Mehrheiten. Aber wenn wir bei den völlig neuen Bereichen, die jetzt entstehen, sagen, da wollen wir aber vorher dran sein. Ich will mal das Gegenbeispiel sagen. Im besten Absichten hat das Wissenschaftsministerium vor Jahren eine Exzellenzinitiative für Universitäten aufgelegt. Was ist heute die Realität des Lebens? Von 34 Universitäten in Deutschland, die jedes Jahr mit Geld jetzt zugeschüttet werden, liegen 2 im Osten Deutschlands, 1 in Berlin. Was heißt das? Der Abstand zwischen denen, die sowieso schon gut sind im Westen und uns, wird immer größer mit der Exzellenzinitiative. In 10 Jahren werden wir die nie mehr erreichen. So kann es eben nicht gehen.
kriegen wir aber nur bei neuen Gebieten hin. Aber mein Wunsch wäre ein viel kleinerer noch, lieber Herausgeber. Für dieses Jahr, für das 30. Jahr, würde mir ja erstmal schon reichen, wenn wir anfangen würden, vielleicht ist so ein Jubiläumsjahr dafür ja ein Anlass, uns mal wieder ein bisschen mehr, und da meine ich beide, ohne Schaum vom Mund, auch füreinander, ganz menschlich, zu interessieren. Wir haben das aufgehört. Im Westen breitet sich nach allen Umfragen ein Desinteresse am Osten aus, nach dem Motto, wir haben 30 Jahre für die gezahlt und die machen weiterhin Blödsinn. Und im Osten nimmt das Wessi-Bashing in den letzten 5 Jahren stark zu. Wenn ein Schuldiger am Stammtisch gesucht wird, sind es die Wessis. Und ich finde, das haben wir ja heute gesagt, es gibt im Osten in Lebensläufen so viel Spannendes und Interessantes, und auch mancher westdeutscher Lebenslauf ist ja immer noch ganz spannend und interessant. Und vielleicht sollten wir uns dafür mal wieder ein Stück mehr das auch organisieren, interessieren, wissend, dass ein Gespräch alleine nichts löst. Aber wenn wir über diese Schwelle nicht gehen, werden wir auch über andere Schwellen nicht gehen. Und das würde ich mir für die nächsten 12 Monate einfach wünschen. Über diese Brücke das sollen wir gehen, Karat, mehr. Eigentlich ja. Karat. Ja. Genau. Ja. Kleines bisschen die Antwort auf die Frage, wo ein neues ostdeutsches Selbstbewusstsein wächst. Utopisten sind die wahren Realisten, und ich finde, Jana Hensel hat recht, dass wir in einen Utopieraum eintreten sollen. Keine Angst vor parlamentarischen Mehrheiten, die da oder nicht da sind. Man muss sie dann herstellen. Das ist, glaube ich, das Wesen von Politik. So, vielen Dank fürs Hiersein, Dasein, So-Sein. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen was davon mitnehmen können. Und wie gesagt, mit den Wegweisern, die jetzt, so kleine Schilder, die da jetzt stehen, hier, aber auch woanders. Nee, jetzt ist eben habe ich gefragt, da wollte kein. Nehmen wir Einigkeit und Recht und Freiheit endlich ernst. Dann kann es was werden. Vielen Dank. Na, besser geht's nicht. Bravo! So, vielen Dank, und kommen Sie bald wieder in diese wundervollen Hallen. Dankeschön. Was war hier oben? Wahnsinn. Wahnsinn.